Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße euch zunächst mal auch die Kinder, denn für die ist sowas sicherlich auch nicht uninteressant. Thema heute: Kriegszeiten in den Dörfern Galdenhausen und Rumeln. Beim letzten Mal haben wir ja schon über Notzeiten gesprochen, und Kriegs- und Notzeiten sind eigentlich ganz eng miteinander verbunden. Beim letzten Mal ist schon einiges angeklungen, und da will ich jetzt also fortsetzen. Seit Jahrhunderten sind wir hier am Niederrhein ein wichtiger Kreuzungspunkt zwischen Süddeutschland und den Niederlanden, beziehungsweise quer einmal am Rhein selber, einmal über die Straße, einmal vom Flandern und Brabant nach Mitteldeutschland. Es war einstmals ein ziemlich zusammenhängender Wirtschaftsraum, zumindest bis ausgehende Mittelalter. Karl der Große hat von hier aus, so sagt man eigentlich vom Borgschen Hof aus, versucht, die Sachsen zu bekriegen. Er hat hier sein Heer gesammelt, und vorher waren also schon die Leute der Römer waren also vorher schon hier und hatten versucht, ein Heer zusammenzustellen, nicht von unseren Dorfbewohnern, sondern das römische Heer ist in den Teutoburger Wald gezogen und ist da bekanntlich geschlagen worden. Das war 9 nach Christus. Und als Karl der Große sein Reich, oder als Karl der Große starb, wurde das Reich geteilt, und der Niederrhein kam im 9. Jahrhundert unter den Einfluss verschiedener Mächte. Zum Beispiel die Wikinger, die kamen nach hier auf ihren schnellen Booten den Rhein hoch und fuhren. Also Duisburg ist zerstört worden, alle Städte am Rhein bis rauf nach Bonn. Und auf der Karte, die ich habe, da sind so die wichtigsten, Orte so ein bisschen aufgezeichnet. Sanden, Wesel, Duisburg, Düsseldorf, Köln, Bonn. Auch, da sind auch Karte, auf der Karte sind auch Sachen, steht drauf Rheinberg, Börten, Dahlen, Wassenberg und Dormagen, Worringen. Das sind alles Orte, die hier ein Kriegsgeschehen hatten und wir nicht unmittelbar, aber doch irgendwie immer durch die durchziehenden Soldatenhorden in Mitleidenschaft gezogen wurden. Denn die Soldaten, die machten also hier auf alles Jagd, was essbar war. Und wenn die einmal durchgezogen sind, man kann sich vorstellen, da kommt so ein Trupp Soldaten von 800.000 oder 2.000 Leuten mit anschließendem Tross, was da alles noch an Anhängsel war, und kam in so ein kleines Dorf mit 300-400 Einwohnern. Da blieb nichts mehr. Die Vieh war weg, das war geklaut, konnten sie auch nie in Sicherheit bringen, wohin auch. War also schon eine schlimme Zeit, und unsere Dorfbewohner, die haben sich hier ganz schön lang machen müssen. Und manch ein junger Mann hat anschließend gesagt, Mensch, da gehe ich doch auch zu den Soldaten. Damals waren das alles Landsknechte, die quasi gegen Bezahlung das Kriegshandwerk ausführten. Bevor ich hier nichts zu essen habe, versuche ich doch lieber selber mich durchzuschlagen und wird wenigstens satt, denn die Zeit war damals äußerst schlecht. So, wie wichtig bei uns, ich nehme mal die Karte wieder weg, weil ich jetzt etwas anderes auflegen möchte, wie unruhig die Zeiten gegen Ende des Mittelalters waren, erfahren wir von der Burg Dreven. Auf dieser Burg lebte einst der Junker Rainer von Rasfeld,
Und das scheint ein ganz verwegener Mann gewesen zu sein. Denn da wird erzählt, die Gerichtsakten sagen das, der Ambrosius von Viermont, Herzog Resen, der sagte am 12. Juni 1596 beim Schultheißen von Linn und Uerdingen, dass sein Bruder Johann Viermont Erbvogt von Uerdingen, von Rainer von Rasfeld in der Nähe des Hauses und seiner Burg ermordet worden ist. Dieser versprach dann Recht zu pflegen, und als Zeugen war, der Hauptzeuge war, der Knecht des ermordeten Lambert Stieder aus Venlo. Er hat ausgesagt, dass sein Junker, der Erbvogt bei Preuth in Galdenhausen, neben anderen Adeligen zur Tafel gewesen sei. Also hier, das ist das Anwesen der Burg Dreven. Ich habe mal ein paar andere Bilder, die zeigen, das ist die Burg da noch, bevor sie damals gesprengt wurde. Ein anderes Bild. So sah das mal aus. Und der Knecht des Ermordeten hat also gesagt, dass sein Junker mit anderen Adeligen zur Tafel bei Preuth gewesen sei in Galdenhausen. Jetzt müssen wir wissen, wo ist Preuth? Preuth ist Haus Galdenhausen. Und davon habe ich jetzt eine Karte, die besagt, wenn man jetzt mal hier nimmt, hier ist Galdenhausen, hier ist die Düsseldorfer Straße, hier ist die Giesenfeldstraße, hier ist Haus Preuth, Haus Galdenhausen. So, der, hier ist Uerdingen, also hier unterhalb ist Uerdingen und hier sieht man Dreven. So, der ist also hier rumgeritten und wir sprechen im Moment als erstes von dieser Ecke und später hier vor dem vor der alten Burg. Da ist also Folgendes gesagt worden, der Ritt sei auf Haus Dreven zugegangen und als sie in der Nähe des Hauses am Haarschinkel kamen, ist der Ritt fortgesetzt worden. Der Zeuge hat dann Folgendes gesagt, er wolle, jetzt muss ich das mal eben wieder wegnehmen, das Bild hier. Ich lege das nochmal auf, weil das ein doch schönes Bild ist. Dass der Junker gegen Abend am Häuschen gegenüber dem Haarschinkel angekommen sei. Da habe sein Herr ihm gefragt, ob die Büchsen auch geladen seien, worauf die als Antwort Ja gegeben haben. Der Hund, den sie aber getroffen haben, denn er hatte durch seinen Hut geschossen und zu dem Hund geschossen. Der Hund habe das Pferd angefallen und laut gekläfft. Der Sohn des Halfmanns am Haarschinkel habe da gestanden. Und zudem hat der Junker gesagt, weil der Junker von Rasfeld eben zwei Hunde abhängig gemacht haben, so wolle er dessen Hunde, wo er sie antreffe, abhängig machen und erschießen. Darauf haben die Knechte die Büchsen wieder geladen und in den Halfter gesteckt. Und der Ritt sei weiter auf Dreven fortgesetzt worden. Der Zeuge habe ihm folgen wollen, der andere Knecht aber habe sich geweigert, ihm zu folgen, selbst den Mantel des Junkers zu tragen, hat er sich geweigert. Er dagegen, Stieder, dieser Mann aus Venlo, sei ihm nachgefolgt und so steil gelaufen, als nur immer ein Mensch möglich gewesen. Als er näher gekommen war, habe er den Junker noch auf dem Pferde gesessen sehen. Ja, hier ist ein Bildchen mal von dieser ganzen Geschichte. Ist nicht besonders schön. Aber hier sieht man die Burg Dreven noch mal und hier die Horde. Und da habe er gehört, als er näher gekommen war, dass der Junker war noch auf dem Pferd gesessen,
Aber er habe deutlich gehört, wie Rasfeld zu dem Volke, das rings um seinen Junker umfangen war, gestanden ist und laut gerufen hat, schlacht ihn tot. Da habe ihn der Junker nicht mehr auf dem Pferde gesehen, obwohl er bemerkt hat, dass sie sich kratzbalzten und schließlich auf der Erde gelegen. Nun habe er einen Schuss gehört, hierauf sei er davongelaufen, es seien ca. 16 bis 17 Personen gewesen. Jetzt ist ja möglich, dass Viermond im Alkoholrausch selber einen Streit veranlasst hat und selber Opfer geworden ist. Über den Prozessausgang liegen jetzt keine Akten mehr vor. Aber dieser Rasfeld scheint doch ziemlich glimpflich davongekommen zu sein, denn er hat noch lange Jahre seine Burg gehabt und auf seinen Gütern gelebt. Zur Zeit Ludwigs des 14. von Frankreich wurde Kaltenhausen und Rumeln erneut Kriegsdrangsalen ausgeführt. 1672 zog er nach Holland und schlug auf dem Borgschen Hof sein Hauptquartier auf. Der Herzog von Luxemburg, der zog in Rumeln ein. Von ihm ist bekannt, dass er, obwohl im nahen Eichen- und Buchenwald am Mühlenwinkel genug Bäume gestanden hätten, ließ er in Massen alle Obstbäume, und zwar alle die Bäume, die nach dem 30-jährigen Krieg gepflanzt worden sind, die jetzt also im vollen Saft standen, in großer Erwartung eines guten Ertrages waren, ließ er die abhauen und verbrennen. So, 1688 ist dann unsere Heimat endgültig befreit worden. Aber 1702 ist bekanntlich hier Preußen, das hier Preußen geworden. Und zwar, das war eine Erbgeschichte. Die Preußen selber hätten viel lieber Sachsen geerbt. Dann wären sie näher am Preußen gewesen, aber damals war im Mittelalter alles ein riesen Flickenteppich. Jeder hatte da ein Stück Land und da ein Stück Land, da eine Stadt, war also wirklich eine bunte Geschichte. So, 1702 ist die Grafschaft dann an den Preußenkönig Friedrich I. gekommen und die Bewohner der Grafschaft Mörs und also auch hier, die haben sich also lange gesträubt, den neuen Herrn, Landesherrn anzuerkennen. 1757, mit Beginn des Siebenjährigen Krieg, wurde wieder unser Gebiet von französischen Truppen überschwemmt, richtig überschwemmt. Die Lager dehnten sich also aus bis tief in den Niederrhein hinein, von Holland aus, bis nach ungefähr Bonn. Alles war unter französischer Herrschaft. Die Franzosen wollten sowieso immer hier dieses Gebiet, da haben sie also immer ein Auge drauf gehabt. Die Sicherheit im Land, die war also sehr, sehr schlecht organisiert. So, Überfälle auf Bauernhöfe waren also eine Seltenheit, keine Seltenheit. Der Bauer Erkens, der schreibt also, und nach mündlicher Überlieferung, wäre eine Horde gekommen, hätte die Magd des Bauern geknebelt, an ein Fenster gebunden und wollten sich da also richtig gütlich tun. Die Magd hat aber sich des Knebels befreien können und hat laut um Hilfe gerufen und die Räuberbande ist dann mehr oder weniger abgehauen und die Kinder, die warnten also damals auch ihre Eltern und es ist ja so gewesen, die Bauern lebten ja in dem kleinen Dorf, da war also weder eine Stadtmauer noch eine andere Befestigung, die solche Räuberbanden und umherziehendes Gesindel abhielten. Wenn man mal am Niederrhein so ein klein bisschen über Land fährt, dann sieht man oft große Bauernhöfe, die einzeln irgendwo im Feld sind.
Und was sieht man da? Meistens ein Herrenhaus, was quer steht und dann rundum, so wie ein Atrium, Scheunen und Remisen gebaut, die nach außen keine Fenster hatten, nur schmale Schlitze als Belüftung und eventuell auch zur Verteidigung. Denn das war ein großes Tor und der Hof war dann wenigstens nachts, wenn das Tor zu war, ein bisschen geschützt. So, der Bauer Erkens, der hat auch anschließend Gitter an Fenster anbringen lassen, um wenigstens ein klein bisschen Schutz zu haben. Und ähnlich dürfte es manchen Bauern hier auch ergangen sein. Besonders in Kriegszeiten ist ja mein und dein nicht immer so, dass man sagt, ja gut, da sagen wir eine 7 Grad lassen. Gesetze zum Wohle der Allgemeinheit, die geschaffen wurden, da setzt man sie in Kriegszeiten auch mal drüber hinweg. Und dieses erfuhr die Erbgemeinschaft Rumener, des Rumener Mühlenwinkels. Die trat alle 3 Jahre zusammen, und zwar in Trompet an der Kölve. Und da steht im Protokollbuch vom 18.10.1743, worüber die Holzbank an der Kölve geklagt hatte, dass die Beerbten beobachten, dass der Busch sehr ruiniert wird, weil Leute da hingehen und Holz stehlen. So, die Klage der Holzdiebstähle verstummte nicht. Und 3 Jahre später, auf der nächsten Sitzung, war am 1.2.1749 wurde eine Resolution beschlossen, dass man einem Beauftragten, und zwar dem Förster, er solle doch die Leute attrapieren und zu Mörse zu Gericht schaffen, damit dort ein Exempel statuiert wird. Denn vor allen Dingen die Ausländer täten dem Busche sehr Schaden, weil die Ausländer alles mitnehmen und alles kaputt machten und nichts neu pflanzten. So, es wurde eine Strafe vereinbart. Man sagte, wer attrapiert wird, der soll eine Tonne Bier geben. Also Bier war damals eine Strafe. Die mussten nämlich das Bier selber brauen. Das ging also ans eigene Geld. Und pro Schranzen, die sie da gemacht haben, sollten 2 Daler und 30 Stüber für je 50 Stück und halb so viel und deren Anzahl bezahlt werden, wie sie schuldig gehalten seien. Also ein bisschen holprig diese Aussprache, aber das Androhen der Strafe hat gar nichts genützt. Und man sagte, die besonders groß seien die Übeltäter aus Kaldenhausen gewesen. Und zwar sprechen die da von den Ausländern aus Kaldenhausen. Wie kann das sein? Kaldenhausen war Mitte der Straße geteilt, und zwar in die östliche Hälfte, die unterstand noch östlich der Straße wurde das noch von Rumeln verwaltet, die waren auch evangelisch, und westlich der Straße, das gehörte zur Kurköln, und Kurköln waren also jetzt die Ausländer. So, da wurde also mitgeteilt, dass das Unterholz fast weggeschlagen ist und der Busch sehr ruiniert sei, und der Förster Gehnen sei also ausdrücklich bestellt worden, Leute festzuhalten und zur Strafe zu bringen und anzuzeigen. Hat aber wohl nicht viel genützt. Die ganze Geschichte ist also immer weiter eskaliert. Und am 18.01.1760 wird mitgeteilt, dass unter anderem eine Art Bürgerwehr geschaffen wurde, um diese Holzdiebstähle einzugrenzen. Und zwar wurde gelost, jeder, der ein Erbteil am Mühlenwinkel hatte,
wurde dann verpflichtet, per Los, an dem und dem Tag mit dem Förster über aufzupassen, dass da keine Holzdiebstähle mehr kommen. Also kann man sich kaum vorstellen, dass so was Interessantes gewesen sein soll. Aber ich denke mal, die Leute haben das Holz nicht gestohlen, um Geschäfte damit zu machen, sondern weil einfach notleidend war. Es war nichts da, es war Armutskram. So, 1789 ist in Gallenhausen auch noch ein großer Brand gewesen. Und da ist dann Holz aus dem Busch ganz offiziell an Höfe in Gallenhausen gegangen. Und zwar, jetzt muss man wieder sehen, nicht an die Höfe auf der Kölner Seite, sondern auf der Grafschafter Seite. So, das war also Kukes und Hartmann, Otten, die Ecke. So, in einer Zeit der weiteren Wirren der Französischen Revolution kamen also wieder Soldaten in unsere Dörfer. 1794 zogen französische Truppen in Kaltenhausen und in Rumeln ein. Und eine kurz gefasste Kriegsgeschichte vom Oktober 1794, die der Bauer Erkens verfasst hat, erzählt uns von den Landesfeinden. Interessant ist hier auch noch die alte Ausdrucksweise, die aber zum größten Teil schon so abgedeutet ist, dass sie doch heute lesbar ist. Er schrieb: Vom Lager in Rumen, etliche Tage vor Martini, hörte man zur Wesel liegende kaiserliche Truppen kamen über den Rhein, die Franzosen zu attackieren. Aber die waren so stark, dass die Kaiserlichen mussten sich unter die Kanonen von Wesel zurückziehen. Die Franzosen konnten die Kaiserlichen gefangen nehmen, die Preußen aber, jetzt fehlt ein Stück in dieser Beschreibung, dann geht es weiter, von der Festung der Franzosen dergestalt mit Kadätschen, dass ihre, also Kadätschen waren Kanonen, dass diese viele ins Gras beißen mussten. Am 11. November des Jahres 10.000 bis 11.000 Leute kamen. 10 und 11 Uhr sah man Franzosen reiten durch das Rumelsche Lohfeld. Nachmittags kam die Division General Morteau. 10 bis 15.000 Mann anmarschiert über den Volkesberg bis auf Mörter hinter Winmörter, ging das Lager bis auf Schürenhuswand hinter das Kloster. Da gingen sie an, Holz zu hauen, Stroh holen, um Baracken zu machen. All das Stroh, das sie ausgedroschen hatten, holten sie ins Lager. Viele Bäume abgehauen, um zu brennen, denn es fiel erst nasses, dann Frostwetter ein. Im Dorf lag es voller Franzosen bis zum 23. November. Da sind sie aber so gut als Saufe wie weggemarschiert, was das auch immer heißen war. NB, des Tages vorher kamen 80 Mann Grenadiere ins Dorf, die so gut als Aufgabe waren und gut Ordre hielten, dass die Musketiere nichts nehmen durften. Wie sie weg waren, dachten wir, der Krieg ist am Ende, aber es ging anders. Etwa 6 Tage später wieder Endquartierung, 6, 10, 15, 30 Mann. Das dauerte bis 1795 im Juni. 1795, den 24. Juni, war dann die Division im Bruch bei Uerdingen zu stehen gekommen. Noch heute ist bei trockenem Wetter zwischen Fennikel und der Gallenhausener Flakstellung oder sagen wir mal bei der Trarerstraße kann man von verschiedenen Luftbildern sehen bei bestimmtem Wetter, dass da mal eine Grabung gewesen ist. Man hat da also Geschützgräben ausgehoben. Dann ging es weiter. 150 Mann wurden in Rumeln einquartiert. Dann ging es auf die umliegenden Dörfer. Die Einquartierung dauerte 8 bis 10 Tage, dann war es wieder gutes Wetter und sie gingen
ins Feld neben dem Uerdingschen Buch. Sie arbeiten an Batterien und Schanzen am Rhein ohne aufzuhören. Bataillonsweise hatten wir eine schwere Einquartierung den 19. August. Kamen 600 Mann, Grenadiere ins Dorf Lefebvre auf dem Mörterberg, rundum für die Tür bis hin zum Kamp. Bis dort, 19. marschieren sie nach Fremersheim. Das ist ein bisschen sehr unglücklich. Also mit anderen Worten, es kamen 600 Soldaten ins Dorf. Wenn man bedenkt, zur damaligen Zeit dürfte Rumen so 500, 600 Einwohner gehabt haben. Da waren also mehr Soldaten als Einwohner im Dorf. Das war schon eine ziemliche Geschichte. So, jetzt schreibt er weiter. Die Grenadiere kamen ins Dorf und die Lefebvre auf dem Mörterberg, das hatte ich gerade schon vorgelesen. So, der General lag im Kloster, zwei Kompanien im Dorf, ein Schwall von 15 Mann im Mühlenwinkel, die Fred bei Bergheimer Mühle auf dem Geistfeld in Fremersheim, in Bliersheim am Rhein, Hochfeld zu Kaldenhausen kampierten sie. Sie arbeiteten noch immer an Batterien, Kanon darin. Daraus schloss man, dass die Franzosen gewiss über den Rhein gehen würden. Am 4. September des Abends marschierten die Franzosen in aller Stille zum Rhein zwischen 11:30 Uhr. Ein fürchterliches Schießen aus französischen und kaiserlichen Batterien in der Werdener Zeit der Franzosen immer mehr Truppen über den Rhein führten und die kaiserlichen zurückschlugen bis, und da ist der Bericht zu Ende. Hier ist also mal beschrieben worden, dass die Soldaten hier das Dorf mehr oder weniger überfallen haben. Zum Beispiel war die Not groß. Man weiß von den Bauern, dass besonders in Eversal, das ist also verbrieft, da mussten alle Pferde abgegeben werden, die zur Verfügung waren, an die französischen Truppen. Das war zur Folge, man hatte nichts mehr, um einen Pflug zu ziehen. Selbst ein Ochsen konnte man so schnell ja auch nicht dran gewöhnen. Es war also eine ziemlich schlimme Zeit. Die Bauern konnten ihre Felder nicht bestellen. Das heißt, nächstes Jahr gab es keine Ernte. So, besonders schlecht verhielten die Franzosen sich unseren Dorfbewohnern gegenüber. Sie führten auch allerhand Neuerungen ein, die speziell auf Frankreich zugeschnitten waren. So wurde zum Beispiel der französische Revolutionskalender eingeführt. Der besagte, die Woche hat 10 Tage, nicht 7 und Sonntag wie bei uns, sondern 10 Tage, 3 mal 10. Und das waren also 3 Wochen, 10 Tage. Zum Jahresende gab es dann 5 oder 6 Ergänzungstage, dass sich das ausgeglichen hat. So, das hat natürlich zu vielen Reibereien geführt, aber die Bauern haben an ihren Wochenenden, also an ihren Wochen festgehalten. Die Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit unter diesem Motto haben die Franzosen ja die Revolution geführt und hier wollten sie das auch einführen. Und man pflanzte, oder die Franzosen pflanzten, sogenannte Freiheitsbäume. Das waren Fichten, die trugen oben eine Jakobinermütze und am 9.5.1799 sind solche auch in Kaldenhausen gepflanzt worden. Aber am nächsten Morgen waren sie alle wieder weg. Die Bewohner wollten nicht durch diese Bäume das Dorfbild beschädigt wissen. 1815 war denn die Feudalherrschaft beseitigt, also die Franzosen sind abgerückt und die Bewohner konnten jetzt wieder in Ruhe ihrem Tagwerk nachgehen. Sie mussten zwar zu den Einheitskriegen 1864, 66 und 1870, 71 mussten einige Söhne aus den Dörfern zum Militär und sind auch da gefallen. Aber der Krieg fand nicht mehr bei uns
unmittelbar im Dorf statt. Aber der Erste Weltkrieg, der brachte 1914 bis 18 doch manche Entbehrung und Not, aber auch viel Trauer über die gefallenen Soldaten. Denn es ist bekannt, wer alles gefallen war. Im Rathaus in Hohmengallenhausen war eine Tafel angebracht, wo alle Gefallenen drauf waren. Auch an anderen Stellen, am Friedhof, komme ich aber gleich zu, ist auch so etwas zu sehen. Der Erste Weltkrieg, der brachte also nicht nur Elend, sondern die Lebensmittel, die wurden auch knapp und knapper und verteuerten sich unheimlich schnell. Und es ist bekannt, dass am 9. und 10. April 1915, also ein Jahr nach Kriegsbeginn, schon Brotmarken in der katholischen Schule in Kallenhausen ausgegeben wurden. Und ich zeige mal, wie solche Brotmarken denn so aussahen. Die Lebensmittel, die wurden also immer knapper, und bei dem Brotmarken gab es später auch noch am 7.4.16 erstmalig Butter- und Fettmarken. In einem Protokollbuch des Turnvereins von Kallenhausen, da steht am 28. März 1915 unter anderem Folgendes aufgezeichnet. Da steht: Der Herr Bürgermeister zu Friemersheim ließ uns sagen, wir möchten an die Firma Röhr die Bitte richten, unserem Verein die fälligen Pachtausgaben für den Sportplatz ausnahmsweise in diesem Jahr erlassen, da der Platz der ärmeren Bevölkerung zur Bepflanzung zur Verfügung gestellt wurde. In dem Antwortschreiben steht der nachher vom 27. April Pacht zur Hälfte für dieses Jahr, also für 1915, erlassen. Hieraus sieht man, dass die Not in den Kriegsjahren doch ziemlich groß war. Und der Lehrer Ter Stegen von der Evangelischen Volksschule in Kallenhausen, er hat in seinem Klassenbuch die Lebensmittelpreise der Jahre 1914 und 15 miteinander verglichen. Ein Auszug soll also mal die Preissteigerung so ein klein bisschen verdeutlichen. So. Wenn man jetzt bedenkt, dass der damalige Monatslohn 1100 bis 1200 Mark betrug, kann man sehen, wie schnell sich die Preise innerhalb von einem Jahr geändert haben. Da ist also hier mal so ein klein bisschen, nicht alle der Reihe nach durch, aber so ein klein bisschen, dann sieht man auch, wie der Warenkorb damals so in etwa war. Weizenmehl von 37 Pfennig auf 55, das war also eine Steigerung, am Ende sieht man das, von 17,8 Pfennig oder in Prozenten ausgedrückt 47%. Roggenmehl, Weißbrot, Kalbfleisch, Schweinespeck. Schweinespeck war von 1,75 auf 3,22. Oder weiße Bohnen, da die Preissteigerung ist halt schon immens. Linsen, Reis, Vollmilch, das ging noch. Ein Ei, 7 Pfennig, wenn man bedenkt heute, was ein Ei kostet, auf 7 waren innerhalb von einem Jahr über die Hälfte teurer geworden. Die Eier sind heute eine mit der billigsten Lebensmittel, die wir haben. Denn ein Ei kostet heute 20 bis 30 Cent, je nach Größe. Und wenn man jetzt mal vergleicht, was für einen Stundenlohn man damals hatte und was für einen Stundenlohn man heute hat, da konnte man damals gerade mal 3 Eier kaufen für eine Stunde. Heute kriegt man 3 Kartons, 30 Stück. Ist also wesentlich preiswerter geworden. So. Eine weitere Geschichte ist,
Die ermittelten Durchschnittspreise damals, die amtlichen, wurden also im Krefelder Generalanzeiger ausgewiesen. Und da sind jetzt Kartoffel und Kriegsbrot, das war also eine Art Graubrot. Damals hat man gesagt Gummisbrot, Griesmehl, Bohnen, Schweinebraten und was es alles so im Einzelnen gibt. Salz, jetzt sagen wir mal Salz. Ein Pfennig auf 11 Pfennig innerhalb von einem Jahr. Da war schon was ganz Immenses. So, Blutwurst, Schwartemagen und so weiter. Ich lasse das noch mal ein bisschen stehen, dass der eine oder andere sich da ein bisschen mehr mit beschäftigen kann. Also dieser Auszug verdeutlicht aber, dass die Lebensmittel unheimlich teuer wurden und vor allen Dingen auch knapp wurden. Und der Lehrer schreibt in seinen Aufzeichnungen weiter, hierbei ist zu beachten, dass die amtlichen Ermittlungen Durchschnittspreise darstellen und seit der Feststellung bereits einige Wochen vergangen sind und die Teuerung um ein beträchtliches zugenommen hat. So, diese Liste des Krefelder Generalanzeigers vom 11. August 1915, das war die Nummer 368, die geht über zig Seiten. Das würde zu weit führen, uns damit auseinanderzusetzen. So, die Preise der Lebensmittel, die wurden immer knapper und knapper und erschwerend kam noch hinzu, dass ab 14.04.1916 keine Hausschlachtungen mehr durchgeführt werden durften. Unsere Eltern und Großeltern erzählten also immer von der schweren Zeit. Besonders die noch ein Stückchen Land hatten, die konnten sich noch ein klein bisschen helfen. Die konnten wenigstens Erbsen, Bohnen, Möhre und Zwiebel so ein bisschen anbauen und sich wenigstens ein klein bisschen Kleinvieh halten, also Kaninchen, Hühner. Da hatten sie wenigstens ein paar Hühnereier. So, nach dem Ersten Weltkrieg, bei dem dann einige Männer aus Rummeln und Kaltenhausen nicht mehr zurückgekehrt sind, da bekamen wir die Last der Besatzungsmacht zu spüren. Das war jetzt noch eine Steigerung zu den Zeiten, die Lebensmittelknappheit und den Hunger damals hatten. Dort die Orte Kaltenhausen und Rummeln bekamen je eine Artillerie- und Kavallerie-Einquartierung. Am 14. Dezember 1918 wurden diese durch 20. Linienregiment abgelöst. Das war so eine Eliteeinheit. Der belgische Kommandeur, der war in Kaltenhausen im Haarschinkel am Schweizer Haus. So, es durfte damals nur Französisch gesprochen, Flämisch oder Englisch. Hochdeutsch war verboten. Warum? Englisch und Französisch konnten die Besatzungsmächte ja, aber der Plattdeutsche und unsere Dorfbewohner, die waren nicht gewohnt, im Umgang miteinander nur Plattdeutsch zu sprechen. Für die war das denn nicht verständlich, also durfte man das nicht. So, und das war schon eine schlimme Geschichte. Ein Bild zeigt hier ein Schild. Da. Da steht also drauf, rechts fahren, in Deutsch, Französisch und Flämisch. Und der gesamte Schriftverkehr, der durfte nicht in Deutsch geschrieben werden, also in Sütterlin-Schrift. Konnten die nicht lesen, da wussten die nichts mit anzufangen. So, und das war natürlich für unsere Dorfbewohner eine schwierige Geschichte. Und dieses wurde erst 1920 schrittweise gelockert. Verschiedene Zeitungen und Bücher waren verboten worden. Ja, selbst Brieftauben durfte man nicht halten. Die mussten beim französischen Ortskommandanten angezeigt werden. Und der Verkehr war von morgens 7 bis abends 9. Das war die damals belgische Zeit, also bei unserer Zeit von 6 bis 8. Da durfte nur die Straße betreten werden, danach war Schluss. Zusammenkünfte unter den Bewohnern
unter, vor allen Dingen auch unter Nachbarn, bedurften der Genehmigung. Gab unglaubliche Vorschriften. So wurde zum Beispiel verlangt, dass Uniformträger, egal welche Uniformträger da waren, ob da Polizei, Feuerwehr, Förster und wer auch immer, Straßenmannschaftner, alle, die eine Uniform trugen, waren verpflichtet, die Fahnen und die Offiziere der Alliierten zu grüßen. Wer das nicht tat, musste mit Zwangssachen, ich werde da später was drüber erzählen. Dann musste jeder einen Pass mit sich führen, was für unsere Dorfbewohner damals eine vollkommene Neuerung war. Denn wer hatte einen Pass, auf dem Feld brauchte man Geld. Und in der Stadt war man nicht. An den Haustüren, so die Pässe, die sahen also damals so aus. An den Haustüren musste ein Schild angebracht werden, wer alles im Haus wohnte. Und man achtete ganz streng darauf, dass auch alle eingetan, ob Baby, ob Opa oder Oma, alle mussten eingetan werden. Und das musste so leserlich an jeder Haustür sein. Das war so eine reine Schikane. Da kann man sich kaum vorstellen, was die damals bei uns alles so gemacht haben. Und wenn man jetzt mal hier sieht, besetzte Gebiete, wenn man so einen Ausweis denn hat und da steht besetzte Gebiete drauf, ist also schlimm. So, und hier unten steht noch, da habe ich mal handschriftlich drunter geschrieben, weil man das schlecht erkennen kann. Hiermit wird bescheinigt, dass der Inhaber die durch das Bild dargestellte Person ist und die darum unter befindliche Unterschrift eigenhändig vollzogen wird. Also das ist schon ein Hammer gewesen, denn da waren die unsere Dorfbewohner gar nicht mit einverstanden. Jetzt kommt eine Sache, die 1922/23 geschah. Frankreich hatte immer das Bestreben, bis an den Rhein sein Hoheitsgebiet auszuweiten. Und man hat versucht, den Rhein als Grenze zu deklarieren. Nicht mehr als deutschen Fluss, sondern als Grenze. Und sage ich mal hier, so, man sieht also hier den Rhein, hier ist Frankreich und hier diese, um diese Ecke dreht es sich. Die Franzosen wollten also den Rhein als Grenzfluss haben. Jetzt mal zur Erinnerung, dieses Ansinnen war also schon über Jahrhunderte. Machen wir mal so einen kleinen Streifzug durch die Geschichte. Ab 1870 gehörte das Elsass, also hier den unteren Teil, und Lothringen zum Oströmischen Reich, also später Heilige Römische Reich. Und damit wurde die ganze Region geistig und auch wirtschaftlich unter deutschem Einfluss bis ins Mittelalter hinein geprägt. Das blieb so bis 1552. Und dann bekam der französische König die Hoheit über Stadt und Bistum Metz. Und nach dem Westfälischen Frieden 1648 von Münster und Osnabrück kamen die Gebiete nun endgültig zu Frankreich. Der größte Teil des Elsass und Lothringen mit der Stadt Straßburg kamen unter Ludwig dem 14. Nach 1681 schrittweise wurde das von dem annektiert und nach dem Krieg zwischen Frankreich und Deutschland mit der Ausrufung des Deutschen Kaiserreiches kam es dann wieder ans Deutsche Reich, also ans Kaiserreich. Die kamen somit die Gebiete wieder unter deutschem Einfluss. So, zwischen 1871 und 1918, also nach dem Ende des Ersten Weltkrieg, blieb das denn deutsch
Und nach dem Zweiten Weltkrieg, der ja von 1939 bis 1945 ging, war von 1940 bis 1944 die deutsche Seite. Hitler hat das da annektiert und dann war es wieder deutsch. Und dieses Hin und Her war auch mit den Sprachen. Man sprach immer das Elsässische und ging immer mehr ins Französische über. Und somit ist mit Beginn des 19. Jahrhunderts besetzten die Franzosen auch den Niederrhein. Und nach dem Frieden von Nierenwil am 1801 bis 1813 wurden wir dann hier Frankreich. Und Frankreich hat diese Gebiete hier dann unterteilt in Departements. Und diese Departements hat man wieder unterteilt, und zwar in einzelne Abschnitte, und zwar in Arrondissements. Und wir gehörten zur Arrondissement Krefeld im Kanton Uerdingen. Und die drei großen Dinger war, die Aufteilung war einmal Rhein-Mosel, die Hauptstadt war Koblenz, Saarland mit Hauptstadt Trier, und wir gehörten zu de la Röhr mit der Hauptstadt Aachen. So, die kleinste Verwaltungseinheit der Franzosen war die Mairie, also die Bürgermeisterei. Und wir gehörten damals hier mit Hohenbuttlech, Kaldenhausen, Rumeln, Bliersheim, Friemersheim zur Bürgermeisterei Friemersheim. Und die Franzosen setzten einen Bürgermeister ein. Der wurde also nicht gewählt, sondern die Franzosen setzten einen Bürgermeister ein. Und das war der Baron von Nievenheim von Haus Kaldenhausen. Auf Haus Kaldenhausen war auch das Amtsgeschehen. Also er leitete die Bürgermeisterei Friemersheim vom Kaldenhausener Landgut aus. So, 1794 gehörten wir also jetzt endgültig zu Frankreich. Das änderte sich jetzt wieder, als 1815 nach dem Wiener Kongress unter Metternich die Karte neu aufgeteilt wurde. Frankreich wurde ja geschlagen in Leipzig, Völkerschlacht, und dann wurde die europäische Karte wieder neu bestückt und wir wurden dann Preußen. So, soweit die Vorgeschichte dazu. Kommen wir zurück zu 1923. Die Holz- und Kohlelieferungen konnten wir in der überhöhten Steigerung der Franzosen, die wollten also unheimlich viel haben, und die haben also gesagt, wir machen Folgendes, wir werden hier dieses Land Frankreich einverleiben und werden das auch nicht mehr preisgeben. Als Pfand haben die das Ruhrgebiet besetzt. Und man hat schon damals gesagt, Leute, passt auf. Es wurde dann gesagt, dass die Lieferung an Holz und Kohle an Frankreich nicht erfüllt wurde. Daraufhin besetzten die französischen Truppen das Ruhrgebiet, quasi als Faustpfand. Aber England, USA und die Siegermächte und die deutsche Reichsregierung, die haben Protest angemeldet. Und dieses Vorgehen wurde dann auch völkerrechtlich nicht in Einklang gebracht. Der Wunsch, den Rhein als Grenzfluss zu machen, hat also diesmal nicht geklappt. Die Folgen waren natürlich eine überhöhte Drangsalierung der Bevölkerung. Es gab verstärkte Kontrollen. Die Verwaltung, die deutsche Verwaltung, die hatte fast kein Recht mehr. Wurde alles von den Franzosen organisiert und waren also kaum noch als Marionetten zu bezeichnen. War also eine Zeit großen Stillstands und Niedergangs. So, und kleinste Vergehen, die den französischen Gesetzen zu widersprachen, die wurden also extrem bestraft. Zum Beispiel im Polizei,
Gerichtsakten in Krefeld, da habe ich also Folgendes gefunden. Am 30. Oktober 1920 wird ein Mann zu einem Monat Gefängnis wegen ungebührlichem Benehmens gegenüber der Besatzungsmacht verurteilt. Ebenfalls Polizeigericht, also jetzt kommt alles von Krefeld, 20. Juni 1920, 100 Mark oder 4 Tage Gefängnis wegen Antreffens ohne Personalausweis. Am 10. Mai 22, 100 Mark wegen nicht angemeldeter Brieftauben. 10. Juni, 8 Tage Gefängnis, weil ein Offizier nicht gegrüßt wurde. Aus der Aufzeichnung geht also hervor, welche Nachteile die Bevölkerung hat. Und man muss bedenken, dass manche Sachen derartig streng bestraft wurden, die einfach übergebührend waren. So, nicht nur, dass einer 100 Mark bezahlen musste. 100 Mark muss man sich mal vorstellen. Der Mann verdiente damals 1000 Mark im Monat. Da war 100 Mark, da war unverschämt viel Geld. So, 8 Tage hat einer Gefängnis gekriegt wegen Benutzung eines Abteils in einem Zug, das für das Militär bestimmt war. 15 Tage Gefängnis wegen feindlicher Haltung gegenüber der Besatzungsmacht. 5000 Mark oder 15 Tage Haft, Überschreitung einer Verordnung. 50.000 Mark oder 3 Monate wegen beleidigendes Verhalten gegenüber der Besatzung. Also die Liste dieser Militärgerichte, die kann man endlos lange einsehen und fortsetzen. Der Gerichtstermin, und das ist ja das Eigenartige, nicht, dass man jetzt für 3 Tage in den Bau ging, sondern er wurde also erstmal hier abgeholt, kam also ins örtliche Polizeigefängnis, sagen wir mal. Dann wurde er nach Moers gebracht, Kreisstadt, oder nach Friemersheim. Da blieb er dann auch mal 1-2 Tage. Dann wurde er nach Krefeld verfrachtet. Er kam aber nicht sofort ins Gericht, sondern kam erst mal da ins Gefängnis, 1-2 Tage. Und dann kam das Urteil. Da hat er schon 8 Tage Gefängnis hinter sich gebracht. War also eine schlimme Zeit, war eine reine Schikane und reine Drangsalierung. So, die Truppen handelten einfach nach dem Wahlspruch, Gewalt bricht Recht. Und in vielen Orten, wo Friedenslinden standen, die ausschließlich gepflanzt wurden oder anschließend gepflanzt wurden, nach 1771, als Frankreich besiegt wurde als Siegesbaum, und das ließen die Franzosen sicher nun gar nicht gefallen, und die haben also alle Friedenseichen und alle Friedenslinden abgeholzt. Außer in Rumänien, da haben wir Glück gehabt, die steht heute noch. Sind heute genau 150 Jahre, dass sie da steht. Das haben sie wohl vergessen, aber hatte wohl auch einen anderen Grund, da komme ich gleich dazu. So. Die Friedenslinde ist also stehen geblieben. Aber die Unsicherheit auf unseren Straßen, die war ziemlich groß. Die belgischen Soldaten, die hatten also Leute angehalten, einfach gefragt, was hast du an Wertsachen, deine Uhr, Ehering. Die wurden also regelrecht ausgeplündert und die hatten keine Möglichkeit, sich beim Ortskommandanten zu beschweren. Er hat die ausgelacht und weggeschickt. So, sind also verschiedene Fälle bekannt, dass Offiziere hingegangen sind und haben Leute angesprochen, haben gesagt, gib mal den Personalausweis. Natürlich in französischer Sprache. Konnten viele nicht verstehen. Aus Wut darüber haben die den zusammengeschlagen. War keine Seltenheit. Und das ist also sehr oft passiert und das ist auch verbrieft worden, dass das so passiert ist. Zum Beispiel, ein belgischer Offizier fragte einem nach dem Pass in französischer Sprache, was er nicht verstand. Der Offizier geriet darauf in so einer großen Wut, dass er mit ein paar Faustschlägen den Mann ins Gesicht so versetzte, dass er taumelte und hinfiel. Der am Boden liegende wurde daraufhin getreten und der Offizier ging anschließend weg, als ob nichts geschehen sei.
Ein anderer Fall ist bekannt, wo einer aus Willkür mit einer Reitpeitsche jemand ins Gesicht geschlagen hat, worauf der fürchtete, sein Augenlicht zu verlieren. Eine andere Schandtat ist aus der Bürgermeisterei Friemersheim bekannt. Wo das nun genau passiert ist, ist nicht zu ermitteln gewesen. Aber die Bürgermeisterei Friemersheim umfasste das ja hier auch. Könnte also in Rumeln oder in Kaltenhausen auch passiert sein. Dass belgische Soldaten einen Mann derartig attackierten, dass er aus der Nase blutete. Die brachten ihm dann noch ein paar Messerstiche bei und hauten ab. Pfeile waren sie also auch noch. Und dem am Boden liegenden haben sie dem Schicksal überlassen. Die belgischen Soldaten, die haben sich wohl eine Freude daraus gemacht, die wehrlose Bevölkerung aufs Brutalste auszunutzen. Bekannt ist, dass am Abend des 20. Februar 1920, da war der Hilfsarbeiter Lambert Linden aus Kaltenhausen in Bockum in der Gaststube von Matthias Buscher. Da saß er alleine am Tisch, trank da sein Bier. Daraufhin kamen belgische Soldaten rein, setzten sich zu dem am Tisch und pöbelten ihn an. Die suchten offensichtlich Streit. Einer ist hingegangen, ein volles Glas so umgekippt, dass Linden vollkommen durchnässt wurde. Dann hat er sich natürlich verboten, ein Wort gab der andere. Da ist ein belgischer Soldat hingegangen, hat einen Schlachring angezogen und hat ihn derartig verprügelt und ihm im Gesicht geschlagen, dass er aus den Augen blutete. Und daraufhin sind sie dann fluchtartig abgehauen und Lambert Linden ist nach Uerdingen ins Krankenhaus gebracht worden. Wie rüpelhaft so belgische Soldaten waren, erfahren wir aus der Gaststätte Schmitz-Wickermann. Schmitz-Wickermann ist, wenn man von der, in Kaltenhausen am Ende vom Dorf hinter der Giesenfeldstraße, da ist Kroneneck zum Schluss gewesen. Da ist Folgendes: Der Wirt weigerte sich, die belgischen Soldaten noch nach 9 Uhr Bier auszuschenken, weil der Ortskommandant verboten hatte, ab 9 Uhr durfte nichts mehr ausgeschenkt werden. Die Soldaten haben aber gesagt, das interessiert uns nicht, du gibst uns jetzt Bier, haben den also gezwungen. Und als er sich da weiter geweigert hat, da haben sie mit Biergläser beschmissen, dass er sehr schwer verletzt war. Und dann sind die Soldaten aber auch abgehauen. Da haben sie die Flucht ergriffen. Ein anderer Vorfall zeigt, wie rücksichtslos die Belgier waren. Am Töppersee hatte die Firma Töpper ein Motorboot liegen. Und die belgischen Soldaten haben sich dort geschnappt und sind damit juxerweise über den Töpper gefahren. Töpper ist dazugekommen und hat gesagt, also so geht das nicht. Da haben sie den noch angemacht, haben ihn attackiert und haben dann das Boot derartig schikaniert, also beschädigt, dass das Boot gesunken ist vor seinen Augen. Das ist also eine richtige Schweinerei, konnte sich nicht beschweren. Die Ortskommandanten haben den gar nicht erst vorgelassen. Ein anderer Fall ereignete sich in Kaltenhausen im Dorf. Da fuhr ein gewisser Josef Pneunissen, der kam von Düsseldorf und fuhr nach Moers und hatte eine Leiche zu überführen. Von hinten ist ein belgisches Panzerauto gekommen und ist mit voller Wucht hinten auf der Wagen gefahren. Und damals auf den Straßen war es ziemlich laut durch die Pferde, ihre Klappe und die Reifen, die Eisenreifen auf den Straßen. Der hat das also nicht gehört, der ist vom Wagen runtergeschleudert worden, hat sich schwer verletzt. Belgische Auto ist einfach weitergefahren, hat sich ja nicht um den gekümmert. Also die Rücksichtslosigkeit, die war also weit, weit verbreitet. So, ein weiterer tragischer Vorfall, wirklich tragischer Vorfall, ereignete sich am 26. März 1919. Und da wird berichtet,
Die gewerbslose Elisabeth Schneiders und die Haushälterin Gertrud Giesen, beide aus Galtenhausen, befanden sich morgens um 8.30 Uhr auf der Provinzialstraße, also die Düsseldorfer Straße, beziehungsweise in Rumeln ist das die Mörserstraße, in der Nähe des Rumelner Friedhofs, als ein Kohlenzug von über den Kohlenzug, muss man jetzt sagen, die Straßenbahn fuhr damals schon, aber da fuhr auch eine Lok, eine Elektrolok mit Anhänger, und da waren damals Kohlen drauf. Die wurden da also befördert. Und die beiden Frauen, die gingen also in Richtung Mörs, und von Galtenhausen kam dieser Kohlenzug, und durch das Gerapper und Geklapper sind die also auf die Straßenmitte gegangen, weil es gab keinen Bürgersteig. Und entgegenkommend fuhren auch Fuhrwerke, die waren also gezwungen, die Straßenmitte einzunehmen, die beiden Frauen. Ein belgisches Auto ist mit hoher Geschwindigkeit gekommen und hat die Frauen umgefahren. Ganz offensichtlich absichtlich. So, die sind also dann gefallen, haben sich verletzt, alles Kleider zerrissen, und die Frau, jetzt mal gucken, wer es war, die Frau Giesen, ja, die ist so unglücklich gefallen, dass sie mit der Hand unter der Räder des Kohlenzuges gekommen ist. Da sind zwei Finger abgefahren worden, und die ist dann in Mörs ins Krankenhaus gekommen. Und die Soldaten, die haben sich da nicht drum beschert, die sind einfach weitergefahren, und die hätten hupen können und die hätten warten können. Zeugen haben gesagt, dass sie absichtlich das gemacht haben. Hat nichts gebracht, eine Gerichtsverhandlung ist gar nicht erst zugelassen worden. Und so kann man sich vorstellen, dass das hier eine ziemlich drangsalierende Sache nach dem Ersten Weltkrieg war. Und es ist schlimm gewesen. So, es gibt aber auch eine andere Geschichte, die hat mein Onkel Theo mir erzählt. Und zwar in Galtenhausen auf der Ecke Fremersheimer Straße, Düsseldorfer Straße. Da habe ich ein Bildchen von. So. Und es handelt sich hier um diese Ecke. Hier geht die Fremersheimer Straße, hier wo der Zug ist, da ist die Düsseldorfer Straße. Da ereignete sich Folgendes. Onkel sagte, er stand 1920 mit einem Karl Maaßen am Geländer da vorne hier und schaute in den Hof, wo die Truppen, die Besatzungstruppen, ihre Feldküche hatte. Und plötzlich lief ein Franzose, der ließ sein Kochgeschirr fallen und rannte auf die am Zaun Stehenden zu. Und da hat der Maaßen erkannt, dass das ein alter Kriegskamerad war, mit dem er vorher im Schützengraben gegen die Franzosen gekämpft hatte. Und nachdem jetzt also Elsaß-Lothringen wieder Frankreich geworden war, musste er in der französischen Armee dienen. Für sich ist die Geschichte so denn abgelaufen. Am 12.05.21 wurde in Rumeln eine französische Batterie mit Infanteristen eingelagert. Und zwar der Schulraum der 4. Klasse musste geräumt werden, um dort für die Soldaten Platz zu schaffen. So, und jetzt gibt es eine andere Geschichte, die sich auch zugetan hat, oder zunächst mal die Lehrerwohnung wurde als Offiziersunterkunft gehabt, und in dem Auszug der Rumeler Schulchronik heißt es, weil in unserem Dorf in Rumeln auch der Regimentsstab mit der Musikkapelle untergebracht war, hatte das Dorf eine Einquartierung von ca. 1800 Mann.
man bedenkt, 750 bis 800 Einwohner hatte Rumeln damals. Und dann waren 1800 Mann Einquartierung, da war schon ein Gedränge von Soldaten. Infolgedessen war die Dorfstraße voll mit Franzosen. Unter der Friedenslinde stand ein Posten bei einem dreifarbigen Schilderhaus. So, ich zeige mal eine Karte. Hier ist, ja, hier ist das Rumelner Dorf. Hier, wo die gestrichelte Linie ist, da ist die Eisenbahn gewesen. Und hier steht die Friedenslinde, also am Ende vom Dorf. Und da stand auch das Schilderhäuschen. Denn das Dorf hatte keine Verbindung zur Mörserstraße hin. Das war, zur damaligen Zeit war das Dorf etwas abseits. Die Karte ist von 1831, da ist das also noch deutlich zu sehen. Folglich war hier also auch das Schilderhaus, von dem jetzt hier gesprochen wird. Wöchentlich wurde unter der Linde von der Regimentskapelle am Nachmittag zwischen 5 und 6 Uhr ein Konzert gegeben. Der Oberst wohnte bei Halfmann und die Regimentsstube war im Rumeler Kloster. Und hiervor wehte auch damals die Trikolore. Am Sonntag, 3. Juni 2021, kam für die entlassene Reserve ein neuer Nachschub an Truppen. Und jetzt wurde auch die anderen Klassenzimmer belegt, weil die Landwirte mit Hinblick auf die bevorstehende Ernte ihre Scheunen brauchten. So, am 16. August verließen die Franzosen das Dorf und gingen zur Münchener Heide. Das liegt bei Fahnerheide bei Köln und von diesem Ausflug kehrten sie auch nicht mehr zurück. So, aus der belgischen Zeit, als hier die belgische Besatzung war, ist auch noch Folgendes bekannt. An der Einmündung Giesenfeldstraße, Düsseldorfer Straße, stand einst ein Denkmal. Das ist es hier. Und dieses Denkmal steht heute hinter der Kapelle am Rumeler Friedhof, da wo die Wegegabelung ist, ca. 20 Meter hinter der Kapelle, steht dieses Denkmal. Und da hat sich also Folgendes zugetragen: Diese eisernen Pfosten, die hier rum waren, und die schwere eiserne Kette, die haben die Belgier abmontiert, wahrscheinlich um Schrottpreis dafür zu kriegen, und haben dann das Geländer mit der Kette abgerissen. Was passierte? Eine Bäuerin aus Kallenhausen hat ein Schild gemalt. Mein Vater hat mir damals erzählt, wer das war. Aber ich habe damals da überhaupt keine Antenne für gehabt, mir den Namen zu merken. Ich weiß auch nicht, wer es war. So, die Frau ist also hingegangen und hat ein Schild gemalt. Großer Sieg der Belgier. Wir haben die Belgier sich natürlich nicht bieten lassen. Die haben also irgendwann rausgekriegt, wer da war. Und dann haben sie die Frau verdonnert. Die musste jeden Tag 12 Uhr, Punkt 12 Uhr, auf dem Gemeindeamt sein und musste da schreiben: Und die Belgier haben auf allen Fronten gesiegt. Und dann kurz wieder nach Hause war. Ein Monat lang. Und da war also nicht hier, sondern das Gemeindeamt war damals noch am Haschinkel. Die musste also weit laufen, oder ein Straßenbahnfahrer, oder Fahrrad, oder wie auch immer. Jedenfalls war schon eine tolle Geschichte. So, soweit also das mit dem Kriegerdenkmal. Nachdem das geschehen war, hatten wir noch eine andere Geschichte, nämlich unsere Bevölkerung, die hatte noch darunter zu leiden, dass das Geld 1922, 23 rapide an Wert verlor. Der Staat war 1923 kurz vor dem Bankrott.
die Maik, die verlor stündlich an Kaufkraft. Jetzt zeige ich mal. So sah das Notgeld aus, weiß sicher der eine oder andere oder die meisten, dass wir damals riesige Summen an Notgeld hatten. Und ketzerisch wurde gesagt, der Heizwert der Geldscheine war damals höher als die Kohlen, die man dafür hätte kaufen können. So, zum Jahresanfang 1923 kostete ein Dollar, also umgerechnet, noch 7.000 Mark. Im November bereits 4,5 Billionen, unvorstellbare Summe. Zu dieser Tageszeit betrug der Lohn für einen Tag 200 Milliarden Mark. Summen, das kann man kaum fassen. So, und durch ein Ermächtigungsgesetz wurde dann am 13. Oktober die Währungsreform zum 15. November 1923 eingeleitet. Und danach begann sich alles so langsam wieder zu stabilisieren. So, noch ein paar Sätze zum Ersten Weltkrieg. 1925 begann also dann auch eine Annäherung an Frankreich. Als erstes Zeichen wurde das Ruhrgebiet geräumt. So, wir erinnern uns, Frankreich wollte ja den Rhein als Grenze haben und die hatten also beschlossen, endgültig Elsass-Lothringen, also in dem Vertrag, der zu Lugano abgeschlossen wurde, zwischen Deutschland, Frankreich, Belgien, Italien. Da wurde beschlossen, endgültig verzichtet Deutschland auf Elsass-Lothringen und auf eine gewaltsame Änderung der neuen deutschen Ostgrenzen. Frankreich, das damals das Rheinland besetzte, verzichtete jetzt endgültig auf das Rheinland. Und Deutschland verlierte wohl ein paar Gebiete in Belgien. Das heute deutschsprachige Belgien, Malmedy, da oben die Ecke. So, 1926 zogen dann die Besatzer endgültig ab. Und damit will ich dann auch den Ersten Weltkrieg mal so ein bisschen ans Ende bringen. So, am 1. September 1939 brach ja der Zweite Weltkrieg aus. 1945 wurde in Rumen-Kaldenhausen in das große Schlachtfeld der damaligen Front einbezogen. Und zwar die Amerikaner und die Alliierten, die versuchten, hier das Gebiet zu besetzen und über den Rhein zu kommen. Der Vormarsch der Amerikaner mit den damaligen Briten und den Kanadiern, die haben also in erbitterten Kämpfen am 2. und 3. März versucht, hier durchzukommen. Was eine ziemliche Geschichte für vor allen Dingen für den Ortsteil Kaldenhausen hatte, denn der ist nämlich dadurch schwerst unter Beschuss gekommen. So, nach Überschreitung der Ruhr, also nicht der Ruhr, sondern der Ruhr ohne H, trug das amerikanische 8. Korps fast in gerader Linie auf Erkelenz, Rheindalen und Viersen und Kempen den Kampf vor. Und zwar wollte man schnellstmöglich nach Neuss kommen, um dort die Rheinbrücke zu besetzen und dort über den Rhein zu kommen. Ist denen nicht gelungen. Die hatten zwar am 2. März den Rhein erreicht, doch alles den Amerikanern vor der Nase die Brücke weggesprengt. In der Nacht brachen Panzer bis zur Oberkasseler Brücke durch. Wir sprechen also hier von der Düsseldorfer Brücke. Und die Panzer hatten zwar versucht, aber im letzten Moment ist die Brücke gesprengt worden. Im 13. Abschnitt war Krefeld am 2. März gefallen und in Uerdingen
am, also in Uerdingen und Krefeld, da näherten sich das 12. und das 19. Korps einander und versuchten gemeinsam, den sich hier gebildeten Brückenkopf bei Uerdingen zu zerschlagen. Und um eine Rheinbrücke, die in Oberkassel missglückt war, in Uerdingen in ihre Gewalt zu bringen. Das Kalnauser Dorf lag mächtig unter Beschuss und die deutsche 15. Panzergrenadierdivision bildete vor Uerdingen noch einen Brückenkopf. Und dort wurde sie zusammengezogen. Da die Lage des Brückenkopfes aber mittlerweile unhaltbar war, wurde die Sprengung der Uerdinger Brücke vorbereitet. So, die Amerikaner versuchten jetzt noch unter einem Captain Youngblood die Brücke mit 13 Soldaten in einem Handstreich zu nehmen und sind auch bis zur anderen Rheinseite vorgedrungen, aber mussten wegen des steigenden Artilleriefeuers wieder umkehren. Ein zweiter Versuch wurde dann unternommen, aber man hat die Zündleitungen nicht gefunden. Und kurze Zeit später musste auch dieser Stoßtrupp wieder umkehren. Am 4. März morgens um 6 Uhr wurde dann die Brücke gesprengt. Ich weiß also noch gut, dass dieser Teil noch lange im Rhein lag, bevor die Schiffe überhaupt wieder den Rhein passieren konnten. So sah es also damals aus. Vorne sieht man hier unten die Fähre, die fuhr also rüber und das war die einzige Verbindung zur anderen Seite zu kommen, nach dem Krieg. So, nachdem also die Brücke gesprengt war, unter dem Ritterkreuzträger Major Liebig, wurde dann noch versucht, die Soldaten der Alliierten aufzuhalten. Und die hatten also im Raum zwischen Uerdingen und Rheinhausen schwer zu tun, um überhaupt nach Rheinhausen zu kommen, um zu der Rheinhausener Brücke zu kommen. Die deutschen Soldaten hatten den Auftrag gekriegt, nach Rheinhausen sich durchzuschlagen und also rückwärts zu kämpfen, um dann dort die Brücke zu sprengen. Aber als sie ankamen, war die Brücke schon gesprengt und die Soldaten konnten jetzt also auch nicht mehr fliehen. Weil ein Teil ist fündig geworden in Mevesen, 265 Meter tief unterm Rhein nach Neuenkamp, Duisburg-Neuenkamp, hatte den Vorteil, man konnte da Verwundete mitnehmen. Über den Rhein übersetzen war zur damaligen Zeit fast unmöglich. Einmal wegen des starken Artilleriebeschusses, zum anderen die Jabos hatten also die Lufthoheit, die deutsche Lufthoheit, die war also schon total verschwunden hier. Und die Amerikaner hatten noch das große Glück, dass der Rhein Hochwasser hatte. Und also die Deutschen konnten also mit Schlauchbooten nicht übersetzen. So, was war jetzt? Die Brücke war also bereits gesprengt und der Rhein führte also das Hochwasser und der Übersetzen war also für die deutschen Truppen nicht mehr möglich. So, am 2. und 3. März und 4. März rücken die Amerikaner mit der 9. Armee zwischen Uerdingen und Krefeld auf Fahrbeich und Trar vor. Dann schwenkten sie nach Osten ab und kamen also, die hatten den Versuch unternommen, über die Straße, die Düsseldorfer Straße, Kallenhausen-Rumel nach Moers zu kommen. Der Durchbruch der Amerikaner gelang erst am 3. März und die deutschen Truppen hatten noch einige
der amerikanischen Panzer hier im Kalnausener Bruch abgeschossen. Es standen also insgesamt 5 Stück. Und das war das Verdienst einiger Tigerpanzer und die von deutscher Seite noch die letzten Reserven aufgeboten hatten. So, der Raumsektor Kaldenhausen war also ziemlich stark umkämpft und die Amerikaner gingen dann hinter Lauersfort an Moers ran und ließen das hier so ein bisschen liegen, weil der Widerstand doch ziemlich groß war. Aber sie versuchten trotzdem zur Hauptstraße zu kommen, zur Düsseldorfer Straße. So, und in Kaldenhausen war ja bekanntlich eine Flakstellung. Und diese Flakstellung, die war also an der Traler Straße. Ich habe ein Bild davon, wo das Ganze so war. Und zwar hier, richtig hat geklappt, das auch. So. Hier oben ist die Wiesenfeldstraße. Hier ist die Wildstraße. Hier hat der Moldenhauer heute seine Baumschule. Hier ist die Traer Straße. So. Hier ist Stelten. Und hinter Stelten ist auf der gegenüberliegenden Seite so ein langgezogenes Gebüsch mit so einer großen Hecke. Und dahinter sind ein paar einzelne Häuser. Die sind aber erst 1947/48 gebaut. Und hier war die Flakstellung der 4. Batterie. Und hier ist der Heideweg. Hier war Gerhards. Und da ist heute das Gartenbaugelände und da war die 1. Batterie und hier in den Wälzen. Und hier standen auch ein paar Vierlingsflak, will ich gleich was darüber erzählen. So, der Durchbruch, der gelang am 4. März. So, und die ganze Schilderung, wie das damals so war, haben wir von einem damaligen jungen Menschen, der dort wohnte, nämlich hier steht Familie Lohmann. Das war das einzigste Haus in der Gegend. Hier war alles nur freies Feld und hier war ein kleines Gebüsch. Und da wohnte die Familie Lohmann in einem kleinen Haus. So, der steigende Widerstand zwischen Lauersfort und Kaldenhausen, den die Amerikaner am 3.4. März zu brechen hatten, war darauf zurückzuführen, dass die deutschen Soldaten unter dem General Schlemm, der 1. Fallschirmjägerbatterie, noch hier Truppen aktiviert hatten. So, in seinem Buch Ferne Jahre, den Jan Lohmann geschrieben hat. Jan Lohmann, der war in Kaldenhausen in der Schule und wir haben ihn damals alle nicht Jan genannt, sondern der war bekannt unter dem Namen Hans, obwohl er Jan hieß. So, und der wohnte also da in der Flakstellung und er hat ein kleines Buch geschrieben und in dem Buch steht unter anderem, ich werde daraus teilweise vorlesen, was damals passiert ist. Jan Lohmann, der spricht in seinem Buch da von seinem Opa, gemeint ist damit Jakob Gerhards, der da hinten auf dem Heideweg wohnte. Er selber wohnte eher an der Tarstraße. Bevor man die Parkstraße in Uerdingen einbiegt, rechts, wo die kleine Häusergruppe ist, davon wird jetzt gesprochen. Dort war die 4. Flakbatterie, da waren 8 Geschütze und die schossen also hier auf das freie Gelände hin. So. Die dazugehörigen Unterkünfte und weitere Baracken standen zwischen den restlichen Bäumen der damals des kleinen Wäldchens. Das Haus der Familie Lohmann war das einzigste und
wie so eine Flak damals, so eine 8-8 ausgesehen hat, weiß sicher ein oder andere. Das ist also ein 8-8-Geschütz. Und darunter ist die sogenannte Vierlingsflak, war eine 2 cm Kanone. So, von der vierten Batterie führte ein Weg zur ersten Batterie. Und, Jakob Gerhards wohnte dort und das Gehöft war das letzte am Heideweg. Die erste Batterie lag hauptsächlich in dem kleinen Wäldchen und da, wo heute, wie ich eben schon sagte, die Gartenbauanlage ist. Aus der Vereinschronik des Gartenbaugeländes weiß man, das Gartenbaugelände heißt übrigens im Rosenheim, dort war das Gelände 1961 noch bewohnt. Und also die Flakstellung, die ehemaligen Soldatenunterkünfte waren damals noch Zwangswohnungen, weil man nach dem Krieg kaum Wohnraum hatte. 1963 hat der Letzte das Gartenbaugelände verlassen. Und der Lohrmann schreibt also in seinem Bericht, er schreibt unter anderem: Das Grollen der näher rückenden Front war schon seit Tagen zu hören. Auch ich kann mich noch gut daran erinnern. Ich wohnte damals ja im Dorf und wenn das Küchenfenster auf war, dann hörte man, als wenn Gewitter wäre, dieses Grollen und Donnern. Wenn Gewitter weit weg, so hörte sich das an, als die Front kam. Seit Sommer 1944 ging die ganze Familie jeden Abend zum Schlafen in den Bunker. Das war ein Erdbunker am Lohmannschen Haus. Statt ihn bei jedem Fliegeralarm immer erneut aufzusuchen. Am Tag zuvor waren auf unserer Straße immer wieder Militärfahrzeuge vorbeigekommen. Zu Fuß kamen zwei verwundete Soldaten mit dem Ziel zur vierten Flakstellung Batterie. Das war also bei Lohmann, dem Haus gegenüber. Noch mehr Fahrzeuge als bei uns konnte man auf der Wiesenfeldstraße beobachten. Fast alle diese Autos fuhren in Richtung Osten, also in Richtung Kaltenhausen. Kaum eins fuhr Richtung Westen zur Front. Wir hatten schon seit Wochen keinen Unterricht mehr. Die Schule in Kaltenhausen war etwa 3 Wochen vorher bei einem Luftangriff morgens um 6.30 Uhr teilweise zerstört worden, das Lehrerhaus ganz. Dabei war Carola, die Tochter unserer Lehrerin, zu Tode gekommen. Weiter schreibt er, wie meine Mutter mit dem Fahrrad nach Kapellen wollte, aber wieder umkehren musste. Weiter berichtete er von Schmitz Toni, einem Bauern, dessen Hof im Fennikel gut 600 Meter entfernt war. Bis dahin waren überhaupt keine Nachbarn. Er wollte dort Erbsen holen. Er schreibt weiter, auf der Straße kamen mir ein paar Kübelwagen entgegen. Kübelwagen, das ist die amerikanische Variante zu unserem VW-Kübel. Der amerikanische Jeep also. Die Soldaten, hauptsächlich Offiziere. Es waren damals alle Rangabzeichen vertreten, ich kannte sie alle. Auf der Wiese neben Fennemann, von dem aus der nächste Bauernhof, landete ein Fieseler Storch. An einem langsam fliegendes Aufklärungsflugzeug der Deutschen. Es war, wie ich wusste, ein sicheres Zeichen für die dort gleich neben der Straße, durch die Nähe der Front. Als ich bei Schmitz-Toni in die Einfahrt zum Hof einbog, brachte man dort gleich neben der Straße deutsche Soldaten ein schweres Maschinengewehr vom Typ MG-42 in Stellung. Keine 100 Meter weiter bei Schmitz-Benny hatte man ein Packgeschütz positioniert. Er erzählt weiter von seinem Vater, der bei der Waggonfabrik in Uerding als kriegswichtiger Mann von der Wehrmacht befreit war. In der Nacht war mein Vater gegen 3 Uhr benachrichtigt worden, der Volkssturm sei ausgerufen. Treffpunkt sei 8 Uhr die Schule. Um welche Schule es sich handelt, bleibt unklar. Die Schule am Kreuz war ja zerbombt.
Und die evangelische Schule, also die nach dem Krieg evangelische Schule, die war von Soldaten besetzt. Also da kannst du auch nicht gewesen sein. Da die auch Lohmann auf Pfennigeler Gebiet, also an der Grenze, wohnten, ist das möglich, dass sie damit die Schule in Kapellen meinten. So, oder wollte man sich dort treffen? Lohmann war also von Pfennigel aus gezwungen, denn nach Kapellen zu gehen. Zum Volkssturm mussten alle Männer damals von 16 bis 60 Jahre. Aber der Volkssturm wurde wieder abgeblasen. Er erzählt dann von seiner Mutter, die nach Rheinhausen wollte, um Roggen gegen Brot einzutauschen, was aber nicht gelang. Sein Vater hatte gehört, dass in Uerdingen ein Schiff mit Salz im Hafen liegen soll. Mein Vater machte sich auf, kam aber nach 10 Minuten wieder zurück. Unterwegs im Bruch waren ihm deutsche Soldaten, Infanteristen entgegengekommen und hatten ihn gewarnt, weiterzufahren. Es sei nicht sicher, dass er aus Uerdingen zurückkommen könnte. Im Zentrum von Krefeld sei schon der Ami. Bis es losgehen würde, sei nur noch eine Frage von Stunden. Die nächsten Stunden verliefen in gespannter Erwartung. Äußerlich war alles ziemlich ruhig. Wir saßen in der Küche am Fenster, von wo aus über die Straße und einen Teil der Flakstellung, vor allem die Wohnbaracken der Soldaten, beobachten konnten. Durch das westliche Nachbargrundstück, das mein Opa bewirtschaftete, hatten die Soldaten ein paar Tage vorher eine Zickzacklinie zu einem Schützengraben ausgehoben. An einem NG-Stand in Höhe unseres Bunkers, etwa 10 Meter vor unserem Haus entfernt, bauten die Soldaten nun ein schweres Maschinengewehr auf. Von der Flakstellung kamen einige Soldaten, um sich bei uns zu verabschieden. Der nächste Besuch beunruhigte uns. Unmittelbar vor der Einfahrt zu unserem Grundstück vor dem Haus brachten 4 Infanteristen in ihren grau-grünen Uniformen ein Packgeschütz in Stellung. Es war das gleiche Geschütz, was ich vorher bei Schmitz Belli gesehen hatte. Wir befürchteten, und das nicht zu Unrecht, dass diese Situation bei einem Panzerangriff für uns gefährlich werden könnte. Meine Mutter hatte in der Küche Erbsensuppe angesetzt. Mein Vater unterhielt sich draußen am MG-Stand mit den Soldaten. Plötzlich rauschte etwas heran und schlug hinter uns in unserem Wäldchen ein. Mein Vater stürzte sofort ins Haus, alle sofort in den Bunker. Das war eine Nebelgranate zur Zielmarkierung. Gleich gibt es Artilleriebeschuss. Dieses wusste er von den Soldaten am MG-Stand. Wir Kinder hatten den Bunker in den nächsten 24 Stunden nicht mehr verlassen. Das Artilleriefeuer dauerte mit Unterbrechung etwa 3 Stunden. In der kurzen Pause sah meine Mutter nach der Suppe, die mittlerweile angebrannt war. Gleich zu Beginn der Schießerei waren auch Soldaten vom Packgeschütz zu uns in den Bunker gekommen. Sie wirkten alle sehr erschöpft. Besonders der Jüngere von ihnen, er trug nicht einmal eine Wehrmachtuniform, sondern hatte nur eine Arbeitsdienstuniform an. Jan Luhan beschreibt nun den Bunker und gibt zu bedenken, dass die nächsten Nachbarn weit weg waren, in der Nähe der Flakstellung, was für sie eine besondere Gefährdung war. Und er schreibt dann weiter, irgendwann hörte die Artillerie auf zu schießen. Zum Glück zogen die Soldaten mit dem Packgeschütz weiter. Meine Eltern verließen den Bunker, um unsere Tiere zu versorgen. In der Flakstellung hatten das Artilleriefeuer, wie wir von den Soldaten erfuhren, keinen größeren Schaden angerichtet. Von den 6 noch vorhandenen Kanonen war nur eine beschädigt worden. 2 von den ursprünglich 8 Kanonen waren in den letzten Februarwochen abgezogen worden. Genau wie die gesamte erste Batterie, die 500 Meter weiter südlich in direkter Nähe der Nachbarschaft meiner Großeltern im kleinen Wäldchen lag. Wir Kinder waren im Bunker. Plötzlich rief meine Mutter, die zufällig in Richtung Krefeld sah, da kommen die Panzer, und flüchtete in den Bunker. Eine Panzergranate hatte unseren Bunkereingang getroffen. Betonröhren lagen am Eingang. Uns ist nichts passiert. Ein Rudel amerikanischer Schermenpanzer hatte die Flakstellung angegriffen und
Ein Panzer wurde sofort getroffen, die anderen sieben drehten sofort ab, und zwar nach Osten. Ehe sie jedoch in tiefer gelegenem Buch verschwinden konnten, hatten unsere Flaggen einen weiteren in Brand geschossen. Die 8-8, die war also nicht nur bei den Flugzeugbesatzungen gefürchtet, sondern die war auch eine gute Panzerabwehrkanone. Der Artilleriebeschuss dauerte eine Stunde weiter. Vorher hatten die Amerikaner wahrscheinlich nicht mit so heftiger Gegenwehr gerechnet. Und zwar wohl bei der Sache nicht wohl, weil wir jetzt wieder Artilleriebeschuss hatten und die restlichen sechs Panzer wurden am östlichen Rand des Buches kurz vor dem Kaldenhausener Dorf von einem Königstiger erwartet. Fünf ausgebrannte Schermenpanzer lagen noch lange im Buch. Daran kann ich mich also noch gut besinnen. Nach dem Krieg stand einer, da war heute der Parkplatz vom Sportplatz, der vor Kallenhausen ist. Der Panzer war ausgebrannt, aber das Geschütz konnte man noch drehen. Und wir haben es da dran gehangen und die Größeren, die haben den von innen gedreht, war für uns eine Mordsgaudi. Als Kinder hatten wir im Krieg sowieso eine andere geistige Verwertung. So, wieder erwarten blieb es um die Stellung ruhig. Sie wurde einfach umgangen. Die Amerikaner rückten südlich durchs Bruch vor und nördlich von uns in Pfennig entlang der Landstraße, also Giesenfeldstraße. Dort hat es schwere Kämpfe gegeben mit toten Soldaten, aber auch Zivilisten. Kämpfe gab es auch noch im Bruch. Im Garten des Großvaters, dessen Hof am Rande des Bruchs lag, sind mehrere deutsche Soldaten gefallen. Im Haus haben alle die schlimmen Stunden überlebt. Die Großeltern, Tante Bella, Tante Christine, Onkel Jupp, Tante Hilde, mein Vetter Jakob und Tante Trudi, 10 Personen insgesamt, in einem recht kleinen Keller. Als sie im Keller saßen, haben sie allerdings lange zum Teil schwer verletzten Kühe brüllen gehört, ohne helfen zu können. Auch das Gelände und die Umgebung der ersten Batterie wurden mit schweren Artilleriefeuer belegt, obwohl die erste Batterie selbst schon abgezogen war. Der Stall hat mehrere Treffer abbekommen. Die Stellung der vierten Batterie wurde nicht mehr angegriffen, weder mit Fußtruppen noch mit Flugzeugen. Der Rest des Tages, in der Nacht kamen immer wieder einzelne Soldaten zu uns in den Bunker und informierten uns über die angebliche augenblickliche Lage. Wie schon vormittags ließen sie auch jetzt noch ihre Heimatsadresse da mit der Bitte, wir sollen doch möglichst schreiben, dass ihre Angehörigen informiert werden, damit sie wissen, dass wir hier gut und gesund weggekommen sind. Es wird jetzt mitgeteilt, dass die Stellung geräumt ist. Die Lebensmittel der Wehrmachtsküche konnten wir uns holen. Das war für Lohmann ein großer Segen. Die Stellung war geräumt, wir warteten, wie es weitergehen sollte. Plötzlich hörten wir Stimmen. Man sprach Deutsch, die Soldaten waren zurückgekommen. Unterwegs hatten sie den Befehl erhalten, die Stellung wieder zu besetzen. Inzwischen waren, wie sie nun feststellen konnten, die amerikanischen Soldaten in der Stellung gewesen. Sie hatten sich jedoch wieder zurückgezogen, als die Deutschen zurückkamen. Eine Stunde später zogen sie dann aber endgültig ab. Bis auf eins hatten sie alle Geschütze unbrauchbar gemacht. Das letzte haben sie noch einen Kilometer weit mitgeschleppt. Erst dann ebenfalls unbrauchbar gemacht und in der Nähe der Kiesgrube meines Großvaters abgestellt. Man hörte Maschinengewehrfeuer und Geschützdonner. Als am nächsten Morgen es wieder hell wurde, ringsum niemand zu sehen war und alles ruhig war, ging mein Vater rüber zur Batterieküche. Dort holte er ein halbes Schwein und mehrere Lebensmittel.
zum Teil einige Kommissbrote, ein Kessel eingelegtes Fleisch, ein Fässchen Salzheringe, Dosen mit Käse, Dosen mit Apfelmus, mehrere Kartons mit Knäckebrot, einen Sack Weizen und einen kleinen Sack Zucker. Bei seinem letzten Gang durfte ich ihn begleiten. Wir waren für die nächste Zeit bestens versorgt. Gegen Mittag näherten sich auf unserer Straße vom Westen kommen ein Konvoi amerikanischer Militärfahrzeuge. Auf dem ersten Auto waren Maschinengewehre aufgebaut. Man fuhr ein Stück, blieb stehen, schaute zur Seite der verlassenen Flakstellung hin, sicherte und fuhr langsam weiter. Und dieses wiederholte sich einige Male. Wir hatten inzwischen eine weiße Fahne rausgehängt und standen jetzt zeitweilig vor unserem Haus und schauten zu. So, er schreibt weiter, die Materialüberlegenheit der Amerikaner war so groß, dass jede Vorsicht, die sich leisten konnten, die Menschen schonten. Manchmal mussten sie nur abwarten, bis das Problem sich von selbst gelöst hat, wie sich das bei unserer Flakstellung ja auch von selbst gelöst hatte. Oder sie setzten massiv ihre Luftüberlegenheit ein und zerbombten jeden Widerstand. Am Nachmittag kamen die Leute aus unserer Nachbarschaft und plünderten die zurückgelassenen Stellungen. Die noch verschlossene Schreibstube wurde aufgebrochen. Ich habe noch gesehen, wie jemand mit einer Schreibmaschine unterm Arm verschwand. Wir hatten am Sonntag, dem 4. März, der Krieg dauerte zwar noch mehr als 2 Monate, aber wir in unserem westlichen Ende war der Krieg zu Ende. Es gab nun keinen Fliegeralarm mehr, keine Jarbus, die plötzlich am Himmel erschienen und auf alles schossen, was sich bewegte. Es gibt wohl kaum einen Tag in meinem Leben, zumindest in meiner Kindheit und Jugendzeit, in dem ich so viele Erinnerungen geblieben habe, mir geblieben sind. Es dürfte vor allem an die ungeheure Anspannung gelegen haben. Besonders die Tage am 2. und 3. März 1945. So, hier will ich die Schilderung aus seinem Buch beenden. Etwas neben der Flakstellung, und zwar Wiesenfeldstraße, Wildstraße. Ich nehme die Ecke nochmal, da wo heute der Bollenhauer seine Baumschule hat. Da war damals eine Scheinwerferbatterie. Und ich weiß also noch gut, wenn nachts die Scheinwerfer am Himmel nach feindlichen Flugzeugen absuchten und wenn da mal ein Flugzeug gesichtet war, dann gingen mehrere Scheinwerfer über Kreuz und dann hatte man das Flugzeug im Visier und man schoss darauf. So, die Lichtstrahlen, die konnte man also abends gut beobachten. So, der Michael Pannus, der erzählte mir damals, dass man noch heute bei Flügearbeiten die Abdecksteine findet, die damals über die dicken Kabel gelegt wurden, die zur Stromversorgung damals dienten. So, der Einzug der Amerikaner hat der Pfarrer Werschmann in seiner Fahrchronik wie folgt niedergeschrieben. Er schreibt, die Flieger wurden immer schlimmer, besonders die Tiefflieger und Jagdbomber. Es gab keine Ruhe bei Tag und bei Nacht. Am 2. März 1945 rückten die Amis vor bis Krefeld und Lank. Hier waren wir noch nicht in dem Bunker bei Dickel. Bei Dickel, das ist ein Erdbunker, der ist heute vor der Blechwarenfabrik. Da sieht man noch die Eingänge. Am Sonntag, den 3. März, meldete der Küster Erkelenz, er wohnte auf der Wiesenfeldstraße, unsere Flakgeschütze seien an der Wiesenfeldstraße in Stellung gegangen, es könnte jeden Moment losgehen. Trotzdem habe ich die Heilige Messe im Pfarrheim gelesen, es passierte nichts. Nachmittags gab es aber Schießereien. Eine Panzerspitze der Amis drang durch das Buch auf Kaldenhausen vor. Unsere Soldaten mussten wohl in der Nähe des Sportplatzes 6 Panzer abgeschossen haben. Ich konnte sie vom Schlafzimmerfenster aus sehen, wie sie brannten. Daraufhin gab es am Sonntag 5 Uhr Artilleriebeschuss auf die Stelle und auf die gesamte Düsseldorfer Straße bis zur Kreuzung Bongartz. Kreuzung Bongartz ist gemeint bis zur
Endmündung der Giesenfeldstraße. Dieses ganze Gebiet wurde unter Beschuss genommen. Ich habe eine Karte. Hier ist das Kaltenhäusener Dorf, hier geht es rauf in der Haschinke. Da ist die Giesenfeldstraße, hier ist der Kaltenhäusener Sportplatz. Wo ist er? Da. Und das ganze Gebiet wurde unter sehr starkem Granatbeschuss gelegt. So, wir gehen mal weiter. Daraufhin gab es 6 Panzer abgeschossen. Daraufhin gab es am Samstag eben 5 Uhr Artilleriebeschuss auf die gesamte Stelle der Düsseldorfer Straße bis zur Kreuzung Pongratz. Gemeint ist also die Einmündung da drüben. Dieser Beschuss dauerte die ganze Nacht. Wir waren zum Bunker nach Dickel gegangen und haben sich dort mit 70 Personen dort befanden. Es waren meist Frauen und Kinder. Bisweilen gab es kurze Feuerpausen, in denen wir nach Hause gehen konnten, von 2 bis 3 Uhr nachts. Aber es gab neuen Beschuss, gegen Morgen nahm der Beschuss zu. Viele Granaten krepierten in der Nähe des Bunkers. Um 8 Uhr hörte der Beschuss auf und er setzte Maschinengewehrfeuer ein, ziemlich stark. Es hörte sich an, als hätten sie den Bunker beschossen. Gegen 9 Uhr hörten wir, wie im Bunker gerufen wurde, rauskommen. Eine Frau, die Englisch sprechen konnte, ging heraus mit 2 Kindern. Da hieß es, alle sollen bleiben. Nach kurzer Zeit kamen amerikanische Soldaten mit Maschinenpistolen in der Hand. Einer ging schweigend durch den ganzen Bunker und sah sich die Leute an. Es stand ein Panzer auf dem Bunker. Ein Posten ließ die Schwestern, damit sind gemeint die katholischen Gemeindeschwestern, nach Hause gehen. Mich fragte er, ob ich katholischer Priester sei. Als ich dies bejahte, ging er mit mir ins Haus und ging sofort mit mir in den Keller und ins Pfarrheim, wo unser Werkstagskirche war, und sagte, er sei auch katholisch. Daraufhin geschah uns kein Leid mehr. Alle Zimmer waren durchsucht, denn an jeder Zimmertür klebten Dreckklumpen zum Zeichen, dass dieser Raum schon durchsucht war. Nur 2 Petroleumslampen hatten sie mitgenommen. Am Sonntag, den 4. März, kein Mensch konnte zur Kirche kommen. Es war unmöglich, die Heilige Messe zu lesen, weil immer noch Granatbeschuss war. In meinem Garten befanden sich 10 Granatlöcher. Eine hatte ein Loch in die Rückwand unseres Hauses gerissen. Im Haus waren viele Granatsplitter eingeschlagen. Eine hatte das große Fenster in meinem Zimmer, welches überfüllt war, zertrümmert. Fast alle Scheiben im Haus und im Pfarrheim waren kaputt. Ebenfalls in der evangelischen Schule, wo wir sonntags die Messe halten durften. Erst abends um 6 Uhr habe ich die Heilige Messe mit 6 Leuten gefeiert. Die meisten Leute wagten sich nicht, aus dem Bunker zu gehen. Alle Häuser waren durchsucht und überall, wo die Amerikaner, es waren auch unter ihnen Polen, Italiener, Spanier, Südamerika und Juden, irgendwas von Hitler fanden, hatten sie vieles zerschlagen und die Leute aus ihren Wohnungen vertrieben. Unsere Schwestern haben vielen geholfen, wieder in die Wohnung zu kommen. Wir bekamen 8 Mann in meinem Zimmer einquartiert und im Wohnzimmer noch 3 Mann zum Schlafen. Alle waren sehr anständig. Wir hatten nur mit ihrem Panzer vom Bruch kommend in den Gärten viel verdorben. Am Sonntag, 5. März, durften viele Leute wieder in ihre Häuser gehen. Andere blieben aber immer noch im Bunker. Wir haben für viele Kaffee gekocht. Also Kaffee war damals Muckefuck. Und Erbsensuppe gekocht. Am Montag kamen noch andere Soldaten ins Haus, beschlagnahmen das kleine Zimmer, nachdem sie mit ihrem Panzer mitten durch den Garten bis hinter das Haus gefahren waren. Nach kurzer Zeit zogen sie wieder ab. Nach und nach begann das Leben wieder. Es gab noch oft Schießereien, besonders schwere Artillerie, scheinbar zu einer anderen Rheinseite, nach Duisburg hin. Aber sie bekamen von deutschen Soldaten wenig Antwort, zum Glück für uns. Am Dienstag konnten wir wieder beim Bauern Milch holen, so viel wir wollten, und wieder Brot beim Bäcker kaufen.
Von 9 bis 12 Uhr durfte man auf die Straße. Soweit der Bericht von dem Pfarrer Berschmann. Als Kind weiß ich noch, ich wohnte damals an der Düsseldorfer Straße, damals Bäckerei Billen, heute Wiedemann, dass hinten hinter unserem Garten, also in den Wiesen, die Amerikaner Langrohrgeschütze eingegraben hatten. Die haben also nicht geschaufelt wie unser, sondern die hatten so große Schaufelpanzer, schoppen da ein Loch, Panzer drin, Kanone drin, Tarnnetz drüber und in bestimmten Abständen, so alle Stunde, schossen die so Salven zur anderen Straßen, Rheinseite hin. Weiß ich also noch richtig gut mit dann zu besinnen. So, die Amerikaner kamen natürlich in die Häuser und machten Durchsuchungen. Wir waren im Keller und ich muss mal erzählen, wie bei uns die Situation war. In einer Küche, die Küche bei Billen war damals ziemlich groß, da war so eine schräge Falttür drin und da ging man in den Keller runter. Und die war offen und man sah die Amis dann ins Haus kommen, durchsuchten alles und kamen auch oben am Speicher. Und da passierte Folgendes. Die Onkel von mir, also die Kinder von Oma und Opa, die waren alles Uniformträger. Und da waren 7 Stück. Und die hatten oben am Speicher in alte Schränke alle ihre Ausgehuniformen. So. Einer war Onkel Johannes, der war bei der Eisenbahn. Der hatte seine Eisenbahnuniform, war aber im Range eines Militärs. Fragt mich nicht, wie das zusammenhing. Also war ein kriegswichtiger Mann, damals mal so. Dann Onkel Jakob, der war bei der Panzer. Mein Vater war bei der Luftwaffe. Onkel Taylor war bei der Marine. Onkel Josef war bei der Pioniere. Onkel Johannes bei der Post. Also, es waren so alle Waffengattungen vertreten und die Amis, die haben sich ein bisschen gewundert. Da sind die also runter, haben den Opa mitgenommen und haben den im Feuerwehrgerätehaus, was damals an der Schule war, in der evangelischen Schule heute, oder sagen wir mal bei Dickel, da wo der Bunker ist, da war Feuerwehrgerätehaus, da war nur ein Raum, da haben sie ihn eingesperrt. Und der Johannes Gother, der Schmiedemeister, der wurde von den Amts später auch als Bürgermeister hier eingesetzt, der hat sofort bei der Kommandantur ein Wort für den Opa eingelegt und dann durfte der Opa schnell wieder zurückkommen. Ich weiß ja auch gut zu besinnen, ein Ami kam runter, der hatte sich verkleidet als ein Karnevalier. Der hatte, mein Vater war ja bei der Luftwaffe, der war auch in Afrika. Der hatte eine weiße Jacke an, eine schwarze Hose, Feldstiefel und ein Schiffchen auf. Der sah toll aus. Der hat sich richtig schön verkleidet. Ein anderer, der hat aus dem Wohnzimmer die Schreibmaschine unterm Arm, hat die am Küchentisch gestellt und ist in einen anderen Raum nebenan gegangen. Meine Mutter hat die Schreibmaschine gesehen, hat die genommen und hat die wieder weggestellt. Das weiß ich also noch ziemlich gut. Auch der Kriegsgefangene, der manchmal bei uns gearbeitet hatte, meine ich, den hätte ich noch mal kurz gesehen. Und zwar, ich kann mich an den Mann eigentlich dadurch erinnern, schemenhaft wohl, war wohl ein Pole oder ein Franzose, das weiß ich also nicht mehr, der durfte mittags nicht bei uns am Tisch sitzen. Der musste also nebenan am Tisch sein. Der war also wohl bei Strafe verboten, mit den Deutschen zusammen an einem Tisch zu sitzen und zu essen. So, mit der, als Kind habe ich natürlich gar nicht begriffen, was da auf sich hatte.
Mit der Erkämpfung des Niederrheins und der Besetzung unserer Dörfer durch die alliierten Truppen war für uns quasi der Krieg zu Ende. Und die deutsche Luftwaffe spielte sowieso keine Rolle mehr. Für uns war also jetzt Schluss. Und ich erinnere mich gerne daran an einen Fabien-Soldaten. Ich kann mich noch so gut an das dunkle Gesicht, weiße Augen, weiße Zähne erinnern. Der saß auf einem Panzer und schälte eine Apfelsine. Der Panzer kam aus dem Garten gefahren, über dem Hof. Und als er mich sah, nahm er die Apfelsine und schmiss. Ich zusammengezuckt, da ich gedacht, hallo. So, fing an zu lachen, nahm eine andere Apfelsine und schmiss die aber so, dass ich die hätte fangen können. Aber entweder war ich zu ungeschickt oder hatte noch Angst. Ich weiß, ich habe die jedenfalls auch nicht. Dann hat er gegen die Kiste getreten und dann rollten die ganzen Apfelsinen um den Hof rum. Und ich dann von dem Regenfass runter, auf dem ich da saß, und habe dann die Dinger aufgelesen, reingebracht, und die Frauen, die haben sich riesig gefreut. Ich habe noch nie eine Apfelsine gegessen. Ich wusste gar nicht, wie die schmeckte. Und ich meine sogar, anfangs hätte ich gedacht, boah, so ein Sauerzeug. Naja, jedenfalls Amerikaner habe ich auch noch eine andere Erinnerung, nämlich bei uns im Garten. Der Opa hatte so einen, im Garten so einen Bongort, da war so 8x10 oder 10x10 Meter eine Wiese. An alle vier Ecken stand ein Obstbaum und da hatten die Leinen gespannt und ein Tarnnetz drüber. Und da hatten die so eine Art Friseurstube. Und die Amis saßen im Hocker und kriegten die Haare geschnitten. Als sie mich sahen, come on, boy. Ja, ängstlich, aber bin da hingegangen. Denn so viel Angst hatten wir eigentlich gar nicht. Der Krieg hat uns so stupp gemacht. Ich bin dann also dahin, kam auf so einen Hocker zu sitzen. Erste Mal, als ich einen Barhocker überhaupt gesehen habe. Und dann kriegte ich die Haare geschnitten. Und dafür kriegte ich so eine kleine Blechbüchse. Und in der Blechbüchse war, so viel ich mir entsinnen kann, Kakao und Schokolade, Kaugummi, aber auch Zigaretten, Streichhölzer, ich weiß nicht, was alles, Marmelade, ja, da war so eine eiserne, und Kekse und Bonbons, so eine eiserne Ration. Die habe ich direkt da drin gebracht, die Oma und Tante und Mutter, ja, prima. Ja. Aber ich durfte ich dann Kaugummi behalten. Erst habe ich die Bonbons gekriegt, nachher durfte ich Kaugummi behalten. So, nach zwei Tagen, da hat man mich mehr oder weniger, jeder nochmal, da die Amis hin, lass sie mal Haar schneiden. Na ja, dann bin ich da wieder hin, und wieder Haar geschnitten, habe ich auch wieder die Dose gekriegt. Oh, da war also ein festes Ritual geworden. Ich ging jeden Tag einmal Haar schneiden. Ich hatte schon Mecke, ich hatte schon kein Haar mehr. Aber Haar schneiden, und die Amis haben sich gefreut. Die haben wirklich Spaß gehabt. Und ich auch. Die hatten nur, so, ich hatte auch nachher andere Dosen gekriegt. Aber jedenfalls, was ich noch gut zu besinnen, dass diese Blechkisten damals für mich ein richtig freudiges Erlebnis waren. So, die Verpflegung im Krieg, die war also wirklich nicht immer einfach. Die Leute im Dorf, die einen Garten besaßen, die hatten natürlich wenigstens das Glück, dass sie ein klein bisschen Gemüse anbauen konnten. Und mit der Erkämpfung und Besetzung des linken Niederrheins durch die alliierten Truppen war der Krieg zu Ende. Der Waffenstillstand war zwar erst am 8. Mai, aber wir kamen so ganz langsam wieder in einen gewissen Rhythmus rein. Wir brauchten also nicht mehr in den Bunker und also in den Keller gehen. So, im Protokollbuch der Ratssitzung vom 14.02.1946, da steht also drin, die Häuser sind von 518 Wohnhäusern, sind 52 total zerbombt, viele zum größten Teil stark beschädigt, und von den
Scheunen und Schuppen ist also nichts überliefert worden. Waren also rund 10% der Wohnhäuser zerstört. Auch die Kirche in Rumeln hat durch die Luftangriffe schweren Schaden genommen. Der Turm war oben abgedeckt. Die schönen bunten Fenster in der evangelischen Kirche waren alle kaputt. Auch die katholische Kirche, das am 17. Juli 1944, auch sind da zwei Sprengbomben draufgefallen. Und davon habe ich ein Bild, weil das damals so aussah. Die Kirche war also stark bombardiert worden. Und nach dem Krieg wurden alles wieder aufgebaut. Die Sprengbomben haben also das gesamte hintere Kirchenschiff zerstört. Viele Ausgebombte wohnten damals in Notbaracken. Auf dem eigenen Gelände hatte man die errichtet oder sie standen irgendwo anders als Gemeinschaftsunterkunft. Die verschwanden aber so Mitte der 60er Jahre, waren sie wohl alle weg. Auch die vielen Bombentrichter, die überall auf dem Feld und in den Gärten waren, die waren also zu. Und es gab aber immer noch Leute, die im Schutt rumwühlten und Steine suchten und von Schutt, also vom Putz befreiten, um Baumaterial zu kriegen. Damals gab es nirgendwo was Gescheites zu kaufen. Also die Baumärkte, die wir heute kennen, die gab es eh nicht. So, und dann hat man also aus dem Bombenschutt alles so weit rausgesucht, dass man das verwerten konnte, was man noch gebrauchen konnte. So. Es gab damals noch Lebensmittelkarten. Und ich weiß noch gut, dass meine Tante, Mutter und Oma auch, sonntags auf große Bögen diese kleinen Papierschnipselchen aufkleben mussten. Und die Lebensmittelkarten, dazu muss gesagt werden, es gab damals bestimmte Lebensmittel nur auf Karte zu kaufen, wenn es überhaupt was gab. Weitere Lebensmittelkarten wurden also schon ausgegeben. Die ersten am 25. Januar 1915. Und die weiteren Lebensmittelkarten, und jetzt kommt was Verrücktes, die wurden schon bereits am 28. August 1939, also drei Tage bevor der Zweite Weltkrieg ausbrach, da wurden die schon ausgegeben. Man hatte also schon vorgesorgt. Eigentlich hätte den Leuten daher nicht aufgehen müssen. Aber die damalige Zeit war so in Enthusiasmus, dass da in der Richtung wohl keiner ein Augenmerk drauf gehen hat. So, der Erste Weltkrieg hatte also die Lebensmittelkarten als Bewährung ausgegeben. Und das war man also froh, dass man sowas machen konnte. Hier ist mal eine Reichsfleischkarte, wie sie heißt. Man wollte also was man im Ersten Weltkrieg gelernt hatte, wollte man jetzt also vervollkommen. So, es gab also neben dem Lebensmittelkarten, gab es noch Lebensmittelkarten für alle möglichen. So gab es zum Beispiel eine Karte für Urlauber. Fronturlauber. Die sah also denn so aus später. Dann gab es eine Lebensmittelkarte, die nannte sich dann aber Stammkarte. Und zwar als, mach das mal. Für Binnenschiffer. Und hier noch eine andere Karte, da sieht man die Abschnitte Brot,
Fleisch. Da wurde mit der Schere so ein Märchen abgeschnitten und das mussten die damaligen Ladenbesitzer aufkleben. Und nur wer denn eine fertige, aufgeklebte Karte abgeben konnte, kriegte auch Rohmaterial. Das war also auch ein Beweis, dass sie das Zeug dann ausgegeben haben. So, die Einkaufsmengen, die waren also gestaffelt nach Erwachsene, Normalverbraucher, Kinder bis 6 Jahren, Kinder und Jugendliche von 6 bis 10 Jahren, Schwerarbeiter, Schwerstarbeiter. Es gab auch Normalkarten und viele, viele Zusatzkarten. Karten für Kranke, Nachtschichtarbeiter und andere. Urlaubsverpflegung für Soldaten haben wir schon gesehen. Daneben gab es auch Lebensmittelkarten für verschiedene Berufsgruppen. Auch für Mütter und Stillende in den ersten 6 bis 8 Wochen nach der Geburt. Außerdem gab es Bezugsscheine. Bezugsschein zum Beispiel für Fliegerschaden, Einkaufsausweis, Seifenkarte, Kohlenkarte, Kleiderkarte. Es gab fast nichts, was nicht kontingiert war und was man hätte kaufen können, wenn man denn die Karte hätte und wenn es denn das überhaupt gab. Manche unserer Dorfbewohner konnten sich ein bisschen Kleinvieh halten, welches aber angemeldet werden musste. So wurde vom Gericht in Krefeld am 23. August 1946 2 bekannte Kallenhausener Bürger verurteilt zu 6 Wochen Gefängnis, weil sie schwarz geschlachtet hatten. Besonders schlimm war auch der Hungerwinter 1947-48. Die Lebensmittelkarten gab es zwar, aber es gab nichts zu kaufen. Die Lebensmittelkarten waren nur noch Makulatur. Verschiedene Städte druckten ihre eigenen Lebensmittelkarten und es gab Haushaltsausweise in den Wirtschaftszonen, also in den Westzonen. Der Schwarzmarkt, der blühte. Kohlenklau war eine ganz beliebte Sache. Beliebt, ja. Als Kind kannte ich noch die Amisächsken. Ich hatte Fahrrad meiner Tante. Da war ich in Trompet mit anderen und haben da am Bahnhof, am Bahngleis, Kohlen aufgelesen, die andere von den Güterzügen runtergeschmissen hatte oder wo die Türen aufgerissen wurden und die Kohlen erlangten. Man durfte sich nie erwischen lassen. Vor allen Dingen, wenn die Polizei kam, kriegte man dann abgenommen. Und dann sind wir mit anderen Kindern und vor allen Dingen älter, ich war wohl mit der Jüngste, durch Bruch, durch Rumeln hinten rum nach Kallenhausen zurück und haben da so ein Ami-Sechsken voll mit Kohlen nach Hause gebracht. Ja. Das war zu dem Zeitpunkt eine schlimme Geschichte. Der Schwarzmarkt hatte sein Übriges getan und es gab 1949 immer noch Lebensmittelkarten. Und 1949 wurde sogar die Lebensmittelkarte einheitlich verteilt. Und zwar am 1. Mai 1950 wurden diese in 2 Schritten abgebaut. In England erst 1953, in der damaligen DDR 1958, Tschechoslowakei am 31. Mai 1953, vom restlichen Europa weiß ich nicht. Im Saarland gab es aber noch lange Zeit Bezugsscheine. So, noch ein paar Sätze zum Saarland. Wir hörten eben, dass Frankreich immer wieder versuchte, besonders nach dem Ersten Weltkrieg, die Grenze bis zum Rhein zu verschieben. In einer Volksabstimmung 1935 blieb die Saar zwar deutsch. Ein weiterer Versuch war nun auch, dass die Franzosen nach dem Zweiten Weltkrieg versuchten, hier wieder Fuß zu fassen. Und zwar am 20. Juni 1945 war
auf der Konferenz in Yalta Churchill, Roosevelt, Stalin, und die haben Deutschland unter sich aufgeteilt. Und 1946 wurde das Saarland französische Besatzungszone, nachdem 1946 die Franzosen als Siegermacht anerkannt wurden. So, im Oktober 1946 wurde das Saarland dann in verwaltungstechnischer Hinsicht der Besatzungszone ausgegliedert. Ein weiterer Grund, Frankreich hat, kam dadurch zustande, Frankreich hat kaum Kohlevorkommen. Aber im Saarland war dies reichlich vorhanden und da waren die Franzosen nur spitz drauf. Es war quasi ein französisches Protektorat geworden. Die Währung war inzwischen auch der französische Franc. Und politisch und wirtschaftlich war das Saarland von Frankreich abhängig. Die Saarlandkonferenz, oder besser gesagt 1948 bis 1952, ist das Saarland sogar mit einer eigenen Olympiamannschaft aufgetreten. Übrigens, da gab es sogar eine Goldmedaille. 1952 waren es allein 57 Athleten, die nicht unter Deutschland, sondern unter Saarland aufliefen. Am 27. Oktober 1956 schlossen dann die Bundesrepublik in Frankreich, also Bundesrepublik in Frankreich in Luxemburg, einen sogenannten Freundschaftsvertrag. Das Saarland bekam eine gewisse Selbstständigkeit. Oktober 1955 war dann die zweite Volksabstimmung und war vom Adenauer an für sich geschickt mit eingefädelt, denn jetzt boomte die Bundesrepublik und die Franzosen waren eher etwas schlechter dran. Und dadurch hatten die Saarländer jetzt die Wahl, entweder bei Frankreich zu bleiben oder zurück zur Bundesrepublik zu kommen. Der französische Staat hat also das Saarland irgendwie zur Volksabstimmung freigegeben. So, 1957, am 1. Januar, wurde das nach der zweiten Volksabstimmung, die erste war ja schon 1935, wurde das Saarland dann Bundesland der Bundesrepublik Deutschland. Ja, so, der kleine Ausflug. Die Währungsreform am 20. Juni 1948 begann das Leben sich langsam wieder zu normalisieren. Die meisten von uns kennen den Krieg nur vom Hörensagen, aus Filmen, Büchern, Fernsehen und Ähnlichem. Zur Zeit des Kalten Krieges hatten wir das Glück, dass er nicht eskalierte. Wir kennen so manche kritische Begebenheit, die schnell zu einem dritten Weltkrieg hätten führen können. So, Deutschland war ja in Ost und West geteilt und die beiden Staaten standen sich auf feindlich mehr oder weniger gegenüber. Zur Erinnerung, einige kritische Begebenheiten waren, die Sowjetunion sperrte am 24.06. bis 1948 bis zum 12.05.1949 alle Land- und Wasserwege nach Berlin. Berlin wurde also dann von den Alliierten, Westalliierten über eine Luftbrücke versorgt, wissen einige von uns. 1956, am 23.10. war der Ungarnaufstand. Die Ungarn hatten so heimlich gehofft, dass der Westen sie helfen würde, aber das wäre bestimmt zum Dritten Weltkrieg gekommen. 1961, am 27. kamen Panzer zum Checkpoint Charlie, nachdem am 13.10. der Bau der Berliner Mauer war. Dort standen sich sowjetische und amerikanische Panzer schussbereit gegenüber, jeweils 10 oder 12 Stück.
Wir können froh sein, dass das alles so besonnen damals abgelaufen ist. Der Warschauer Pakt hatte 1968 die Tschechoslowakei besetzt. Vorher war die Kuba-Krise, dann die 1989 war der erfreuliche Fall der Mauer und die anschließende Wiedervereinigung. Die Krim-Anerkennung war auch noch mal eine kritische Geschichte. Die NATO hat sich da bisher ein bisschen schlau rausgehalten, sonst wäre der Dritte Weltkrieg bestimmt schon wieder im vollen Gange. So, eine lange Zeitspanne ohne Krieg gab es schon mal 1815, als wir endgültig zu Preußen kamen, bis 1914. Da war also fast 100 Jahre. So, und waren zwar einige Einheitskriege, 64, 66 und 70, 71, in dem einige Männer aus Rumen und Kaltenhausen in den Krieg mussten, aber der Krieg fand nicht mehr unmittelbar in unseren Dörfern statt. So eine ziemlich lange Zeitspanne ohne Krieg. Wir wünschen uns und unseren Kindern und Nachkommen, dass das noch lange so bleibt. Und damit möchte ich für heute schließen. Und ich bedanke mich, dass ihr so viel Zeit aufgewandt habt, um zuzuhören. Schönen Dank und noch einen schönen Tag.